Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind heute wieder mal live aus meinem Corona-Bunker und heute haben wir einen ganz einen tollen Gast mit am Start. Jemanden, ja, der möglicherweise sonst nicht so viel daheim ist. Ein Weltreisender, Joe Bichler. Ich schalte jetzt rüber, ich glaube Richtung Salzburg, finden wir ihn. Joe, bist du da? Hallo Joe, siehst du Ja, ich bin mich? da, ja. Ich bin Servus. in Elixhausen bei Salzburg, ja. Sehr gut. Und Joe, ist das eigentlich dein erster Livestream, wenn ich fragen darf? Habe ich noch nie gemacht. Nein, ich war schon live im Fernsehen und so Geschichten, aber Livestream, das mache ich mit dir zum ersten Mal. Spannende Sache. Sehr gut. Ja, für die, die den Josef Bichler nicht kennen, ein Salzburger Weltenbummler, der ja seine Passion zum Beruf gemacht hat. Viele von euch haben wahrscheinlich schon einen seiner Multimedia-Vorträge gesehen. Du füllst ja große Säle. Joe, was ist denn dein Rekord eigentlich? Was war denn der größte Saal, den du je befüllt hast mit deinem Der Live-Vortragsserien? größte Saal war, ist definitiv, also in einem Saal ist definitiv volles Audimax, so mit Ja? 750 Leuten. Okay. Bei der Premiere in Salzburg, da haben wir normalerweise, da füllen wir das Republic zweimal, da haben wir noch 1200 Leute dort. Und Ja? das größte Open Air, das wir gehabt haben, war beim Duratech Travel Event, da haben wir, glaube ich, 3000 Leute gehabt. Okay, das geht aber. Also ich weiß nicht, ob man das heute toppen kann. Joe, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber du siehst auf alle Fälle, die Qualität vom Publikum passt. Da hat sogar jemand, der Jörg Falkenstein, 10 € gespendet. Also ich weiß nicht, Joe, Wahnsinn. das hätte man sich vorher ausmachen müssen, was mit dem Geld passiert. Aber auf alle Fälle kennt man sich schon einmal gemeinsam ein Bier holen, Ja, genau. sogar irgendwo, wo es daher ist. Ja, also da oben tickern dann so Fragen rein und wir schauen sich quasi auf dem Joe seiner Website aber heute Bilder an aus den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten und sprechen ein bisschen über deine Motorradreisen. Und am Anfang rühren wir noch feste Werbetrommel, weil natürlich du wie viele andere Kunstschaffende natürlich sehr leiden unter dieser Corona-Situation. Du hast ja, wie soll ich sagen, bist auf Nummer sicher gegangen, du hast ja mal alle Dinger, die jetzt im Sommer so gewesen wären, glaube ich, oder die quasi jetzt im Frühling gewesen wären, hast du gleich in Im Richtung März, April. Herbst verschoben, oder? Ja, es war so, wir sind da wirklich komplett überrascht worden. Also wir haben da eben im März haben wir noch 12, hätten wir noch 12 Termine gehabt. Und dann habe ich angerufen, das wäre ein Linztermin gewesen. Am Donnerstag vor 3 Wochen und dann hat die Dame gesagt vom Magistrat, ja, momentan geht es noch, das war um 10 Uhr vormittags, hat gesagt, das funktioniert noch alles, wenn wir dort weniger als 500 Leute sind. Und 1,5 Stunden später war nachher die Pressekonferenz mit Kurz und Anschober und da hat es geheißen, es geht gar nichts mehr. Wir haben daraufhin schnell reagiert und haben sofort alle Termine gleich im Herbst verlegt, obwohl einige von unseren Vermieter wollten uns Ende April haben. Und ich habe gesagt, Freunde, ich kann es nicht glauben, dass Ende April irgendwas funktioniert. Und dadurch haben wir gleich sofort alles in den Herbst reingeht. Und wir sind jetzt da gerade dabei, auch noch mehr Termine im Herbst zu machen. Zum Beispiel viele meiner Wiener Vortragsbesucherinnen und Besucher jammern noch, wir warten noch nicht in Wien, ihr wartet noch nicht in Wien. Also in Wien kommt mit Sicherheit noch was und das kommen dann auch einige in Deutschland dazu. Sehr gut. Das heißt, wir gehen natürlich alle gemeinsam davon aus, dass September passt. Joe, man muss aber immer erwähnen, natürlich, wenn jemand Tickets gekauft hat, kein Ticket verfällt, soweit ich das überblicke, sondern es wird Absolut, immer das nur ist klar. verschoben. Man kann natürlich, wenn man sagt, es geht sich überhaupt nicht aus, man kann natürlich alle Tickets zurückgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich, wenn man es nicht zurückgibt und sich das Ticket behält, gilt das Ticket natürlich. Es ist nicht nur so, dass sämtliche Online-Reservierungen, die bei uns eingegangen sind, die verfallen, da muss man sich wieder neu anmelden. Und nur das ist auch noch nicht gezahlt worden. Das ist eine Reservierung gewesen, die verfällt. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man sich fürs Online wieder neu anmelden für den Herbst. Sehr gut. Ja, sehr gut. Und es ist alles dein aktuellstes Programm, was du im Herbst wieder abspulst, Inside Afrika. Und ich glaube, bei deiner Zeitreise, die 1984 startet, wo du begonnen hast mit deinen Weltreisen, spielt da, glaube ich, Afrika auch eine große Das Rolle. muss schon weiter runtergehen, auch weil da sind wir in 84 unten, oder Ja, sieht man ganz das unten. nachher? Nein, du siehst das, glaube ich, nicht, aber ich bin Ja, ganz bist du ganz unten. unten, Das okay, unterste ja. 1984, ganz eine schicke Alles klar. Haarpracht, eine fette, was ist das? Ja. Yamaha XT oder was hast du da gehabt? Was ist Das das? war ein 600 Denari. Okay. X600 Denari, damals, das war damals das Reisemotorrad, also 1984, was da aus der Denari braucht, das war es, es ist also wirklich war, da warst du absolut vorne dabei mit einer Denari und da sieht man, wie ich gerade zurückkam von 4 Monaten Afrika-Reise und ich bin nicht begeistert, dass ich da daheim bin. Muss man Okay. definitiv sagen, kann man schwer verheimlichen auf dem Bild. Und ich muss nur selber lachen, weil das Bild sieht, wie ich das gesagt habe, weil einfach, wie unbedarft
ich damals unterwegs gewesen bin. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Ich habe noch nie in meinem Leben vorher an einem Bodschen Big Bayern Motorradl überhaupt noch nie etwas gemacht. Ja? Ich habe es starten können und dem Benzin danken und viel mehr habe ich nicht können. Und bin unterwegs gewesen und habe gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Afrika für 4 Monate. Ja? Und das finde ich aber das Coole an der ganzen Geschichte, weil ich werde so oft gefragt bei meinen Vorträgen von Leuten, Job, ich das Ganze mit dem Wegfahren, mit dem Reisen, mit Sponsoren, mit Vorbereitung. Sag ich mir wieder, Freunde, fahrt einfach einmal weg. Und das haben wir damals einfach gemacht, einfach wegfahren, ohne sich viel Gedanken zu machen. Und das ist eigentlich der Sinn des ganzen Reisens gewesen. Und ich versuche es heute noch so zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also würde ich gerade fragen, kann man das so empfehlen, einfach machen? Oder weil manche Sachen sind ja heute, glaube ich, alleine diese ganzen Formalitäten nicht mehr so wie früher. Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Natürlich muss man sich schon verschauen, wo kann ich hinfahren, was kann ich überhaupt, wo kann ich überhaupt hinfahren, ja. Das ist schon mal klar, wo brauche ich ein Visum? Das sind prinzipielle Geschichten. Nur es gibt heute ja viel Leute, der plant ja seine Reise bereits im Vorfeld auf Google Earth. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr hinfahren. Ja? Weil er schon alles gesehen hat. Ja? Und das sollte man nicht machen. Das meine ich mit einer Planung. Also Planung bezüglich Reisevorbereitung, Visa etc. ist natürlich absolut wichtig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist auch heute leichter wie damals. Ja? Und damals war es für mich, man sieht es auf dem Bild ganz, ganz gut. Also die Reiseplanung war ein komplettes Fremdwort für mich. Weil das Bild ist in der Arak-Schlucht, das ist irgendwo in Zentralalgerien, in der Zentralsahara, und das war Mitte Juli. Also kommt normalerweise kein Mensch auf die Idee, dass er Mitte Juli in die Zentralsahara fährt, und die Temperaturen waren wirklich mörderisch. Das war ja völlig abartig. Ich glaube, pro Tag 6 bis 8 Liter Wasser trinken müssen. Und da hat es damals so ein komisches Pool gegeben, diesen Betonbottich da, da hast du einen Haufen Geld sein müssen, dass du reinhupfen hast dürfen. Das war ein Pool. Das war ein richtiger Pool ist das gewesen. Und da bin ich reingekupft nachher, ja. Aber wie gesagt, das war trotzdem ein irres Erlebnis. Und ich bin eben damals runtergefahren bis nach Taman Rasset. Das ist so im Herzen der Sahara. Und ich war irre stolz auf mich. Also ich, der wilde Hund, ich bin da 4 Monate unterwegs. Und dort triffst du nachher in Taman Rasset andere Leute, die fahren aber nach Schwarzafrika. Kamerun, bis nach Südafrika runter. Und dachte, das muss ich auch mal machen. Und bin nachher heimgefahren natürlich. Bin dann heimgekommen nach die 4 Monate und war nachher das hat mich nachher einfach nicht mehr loslassen. Ich habe gesagt, ich muss das irgendwann mal machen. Und habe dann 2 Jahre später, 1986, habe ich dann wirklich meinen Job gekündigt, meine Wohnung aufgegeben, habe alles, was ich gehabt habe, mein Auto verkauft, habe mir damals ein Suzuki DR600 gekauft. Und das Faszinierende ist der Tank, den du jetzt siehst. Das ist völlig, ich muss lachen, weil ich sehe, der hat damals gehabt 45 Liter, ein 45 Liter Tank. Die sind damals ja mit diesen Motorrädern die Rallye Dakar gefahren. Und die haben in Frankreich, haben die damals in Handarbeit aus Kevlar und Carbon diese Tanks zusammengebaut. Der hat mir damals gekostet, ein Monatsgehalt hat mir der Tank gekostet. Das war ja völliger Wahnsinn. Fürs Federbein war kein Geld mehr übrig schon, oder? Wie man sich schon scheiß wieder. Ich habe ja Gepäck gehabt, wenn ich auswandern würde. Und du siehst auf dem Foto, siehst du ja die Kisten und habe ich damals noch selber gebaut. Hat so nichts gegeben. Es gibt kein Duratec oder ähnliches. Ich alles selber gebaut. Und auf der Kiste oben drauf ist ja dieser orange Sack da, ja? Ja. Wo oben drauf der Kanister ist und in dem orangen Sack waren nur Souvenirs drinnen. Ich dachte, für Afrika kann ich einfach Souvenirs mitnehmen und ich fahre halt voller Stolz auf und bin nachher irgendwo hinterm Katschberg auf der Autobahn Richtung Villach und auf einmal überholt mich ein Kleinbus und hupt und teilt wie wild und dann bleibe ich stehen, dann gibt er mir den Sack, habe ich unterwegs auf der Autobahn nach 40 Kilometern den ersten Sack verloren und der hat den gefunden, hat ihn mitgenommen, hat er mir gesagt, der kann nur mir gehören und hat man wieder gegeben. Den habe ich auch nicht lang gehabt. Und so dieses Jobkündigen und so weiter, haben die bekannten Verwandten gefragt, ob du von allen guten Geistern verlassen bist? Ganz oder? Genau, schon, absolut, okay, ja, zu 100%. Ja. Und das war damals in meinem Stammlokal am Abend, da gesagt, ich bin jetzt der wieder, ich fahre jetzt weg, dreiviertel Jahr, und dann ist auch nicht da gewesen, und da war ich völlig verrückt, ich dachte, ich war so ungefähr, ich war damals halt so Mitte 20, und da sagt das Mädel zu mir, ob ich mir das schon überlegt habe, weil das Jahr fährt man bei der Pension. Aber für mich war es einfach völlig klar, das war einfach meine Entscheidung und ich habe es nie bereut. Okay, du und das erste Foto darf halt so, also das nächste Foto darf halt so, das erste harte Erwachen in der Realität gewesen sein, oder? Ja, das ist das zweite. Das erste war, dass ungefähr nach 50 Kilometer Pisten mein serverkonstruierte Tankanhänger gebrochen ist. Das war die erste Realität, dass der ganze Tank abgebrochen ist. Und dann war ich das ist auf der Strecke zwischen Janet und Taman Rasset. Das waren damals so 600 bis 700 Kilometer, relativ menschenleere Wüste. Ich war mit einem zweiten unterwegs, mit einem Schiff getroffen, in Hans aus Wien.
Und ja, es war erstens einmal mangelndes Fahrkönnen, völlig überladenes Motorrad, Hinix Vorwerk, tiefe Sonne, nicht aufpasst, müde, ja, Crash und mit einem Riesenglück. Wenn das Motorrad damals um einen Meter weiter links landet, dann habe ich es im Kreuz, ja. Mhm. Und dann sitze ich halt nicht mehr da. Aber okay. Das Ergebnis war nachher, dass praktisch das Heck, also der Heckrahmen von der Suzuki abgebrochen ist. Es waren aber noch ungefähr 200 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft. Aber mit Schlauchklemmen und mit ja, ein paar Schraubenschlüssel habe ich das wieder hinbracht. Ja, und so diese Unbedarftheit, Joe, hast du bis heute behalten? Oder ist, eigentlich schon. Ich meine, ich bin, wie soll ich sagen, gewisse Sachen würde ich heute vielleicht nie mehr machen, die ich damals gemacht habe. Aber weil ich mal zurückdenke, was wir auf der letzten Reise wieder alles aufgeführt haben, da waren schon wieder ein paar sehr grenzwertige Geschichten dabei und das gehört einfach von mir definitiv dazu. Okay, gut. Okay. Und dann unten sieht man, glaube ich, die nächsten Bilder sind halt so wahrscheinlich ja, das war, auch. Das war irgendwo in Zaire, heute die Demokratische Republik Kongo. Ja, das war damals einfach noch absolut Afrika pur. Du bist 3 Tage unterwegs gewesen und du hast keinen Groschen oder keinen Dollar und keinen Cent braucht, weil die haben dort kein Geld braucht. Du hast wirklich die ersten 3 Tage vom Tauschhandel noch gelebt. Mhm. Also du warst in einer völlig anderen Welt und du hast zum Teil wirklich nicht gewusst, wo es bist. Weil natürlich ist das auf keinen Landkarten einzeichnen. Damals hat es ein Landkarten geben, das war die ganz berühmte Michelin-Karten, ist das. Das ist im Maßstab 1:4 Millionen. Und du warst durch Afrika damit, ja. Ich meine, da ist der Weg mit Sicherheit nicht eingezeichnet, ja. Und da hast wirklich ab und zu nicht mehr gewusst. Ein Problem ist dort, dass die Leute dort wohnen. Die wissen vielleicht bestenfalls den nächsten Ort. Aber was in 100 Kilometer ist, wissen die auch schon nicht mehr, ja. Ja. Und das war schon eine spannende Geschichte nachher. Du, Joe, da hat schon wieder wer 10 Euro für uns gespendet, also wir können ja gemeinsam ja essen gehen. Da können wir gemeinsam essen gehen, da freue ich mich schon drauf. Ja, wunderbar, das macht man natürlich gern. Du, und ist das so gewesen, war das eine Seltenheit, also dass die Leute da einen Reisenden gesehen haben oder waren auch dort schon immer wieder ein paar Abenteurer unterwegs? Generell waren in Afrika mehr Leute unterwegs wie heute. Also da ist ja einmal in der Woche ist das Schiff von Genua nach Tunis runtergegangen, ja. Die Habib. Das war faszinierend. Da waren im Hafen 20, 30 Motorradeln, ja. Alle aufpackt wie ich, komplett verrückt, völlig irre. Aber runter nachher Richtung Kongo, Zaire sind es weniger geworden. Also da auf der Ecke sind wenig. Da hast du hast in 4 Wochen vielleicht einen getroffen. Mhm. Wahnsinn. Okay, und ich glaube, was für dich auch ein starker Antrieb ist, sind natürlich die netten Bekanntschaften mit anderen Menschen, oder? Das sehe ich immer wieder bei den Vortragsreihen, was du mit den Menschen erlebst, wie die dich herzlich empfangen. Ich glaube, das ist ein starker Antrieb für dich, oder? Definitiv. Das ist einfach, neben dem Motorradfahren für mich das Wichtigste. Und da das Spannendste einfach, dass du dort die Leute triffst. Und ich versuche auch immer wieder, mich im Vorfeld von der Sprache her vorzubereiten, ein bisschen. Also für Afrika brauchst du ein bisschen Französisch, für Südamerika brauchst du Spanisch. Schon ein bisschen versuche ich vorher, die Sprachen zu lernen. Gut kann ich nur Englisch, weil alles andere habe ich in der Schule nicht gelernt, da war jetzt faul dazu. Aber von dann funktioniert das eigentlich schon. Und da bin ich eigentlich, versuche das schon. Und das ist, du triffst wirklich völlig wurscht, wo auf der Welt. Du triffst überall sehr viel freundliche Leute und triffst natürlich auch überall Deppen. Oder du triffst bei uns auch. Mhm. Und ich glaube, was für viele Leute immer ganz ein großes Thema ist, ist, sie haben irgendwie Angst vor Behördenwillkür und Korruption, wenn man so in andere Länder kommt, in exotische, anmutende Länder. Wie war das für dich? Bist du da auch unbedarft rangegangen oder hast du das im Griff gehabt? Hast du gewusst, wie du damit umgehen musst? Ja, eigentlich nicht. Ich habe es ja vorher eigentlich nicht gekannt. Ja. Okay. Und es war schon, also speziell auf der Reise, da 6 oder 7 war schon noch so Geschichten. Du musst einfach denken, damals... Es gibt noch keine Bankomatkarten. Ich habe damals noch keine Kreditkarten gehabt. Das heißt, ich habe mein gesamtes Geld, was ich gehabt habe, das war damals für die Reise, waren 110.000 Schilling. Bist du die habe ich mitgehabt. Die Hälfte in Cash, in Dollar und in Fonds, die andere Hälfte in Traveler-Schecks. Ja. Und dann stehst du irgendwo an der algerischen Grenze und die machen Devisenkontrolle. Ne. Mhm. Und dann sitzt du irgendwo zwischen Algerien und Niger und dann sagt der zu dir, den Stempel, das dauert jetzt 2 Tage, bis du weiterkommst. Ja? Also da waren schon ein paar Geschichten dabei, hat sich aber mittlerweile total gebessert, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, ist. Also wir haben auf der letzten Reise in 5 Monaten, außer in der Zentralafrikanischen Republik, da herrschen andere Gesetze, auf der Reise keinen Cent zahlt für eine Grenze, irgendwas. Das ist mittlerweile viel besser geworden, ja. Okay. Und vielleicht weiß ich ja mittlerweile eher, wie ich mit den ganzen umgehen kann. Kann natürlich auch sein. Ja. Das ist natürlich eine gewisse Erfahrung, hilft dann nachher schon auch dabei. Mhm.
Gut. Und umgehen, ich glaube, es ist oft aussitzen, so eine gute Strategie, oder? Das ist absolut. Und das ist eben der Punkt, was du heute eilig hast, wenn du schnell weiterkommen willst, das merken die natürlich. Und da natürlich, ja, bist du ein gefundenes Opfer. Was sagst du, hast Zeit? Und ich sage immer wieder, solange meine Papiere in Ordnung sind, mein Visa passt, meine Papiere das Motorrad passen, gibt es keinen Grund, warum soll ich den Deppen was zahlen? Ja? Gibt es keinen. Ja? Und irgendwann nach einer Stunde checkt er das auch und sagt, weißt du was? Hau ab. Sehr gut. Du, und jetzt, Joe, es kommen ja immer wieder Leute dazu, die weise ich kurz ein, weil offensichtlich checken manche, also hat es wer nicht checkt, das ist noch, wir sprechen hier von 1986. Also wir sind noch im Jahr Ja, 1986, liebe Leute, weil der Joe gerade von dem Bargeld gesprochen hat, meine lieben Leute. Es gab damals noch nichts anderes. Ja. Joe Bichler, ein Weltreisender, der normalerweise Vortragssäle füllt, heute füllt er unseren Livestream bei 1000 PS und 1986 noch ein dickes Bündel Dollarscheine notwendig. Aber offensichtlich ist gut gegangen. Hey Joe, ich habe gar nicht gewusst. Jetzt sehe ich da Australien, das habe ich nicht gewusst. Was war da? Was, das ist mir unbekannt, dass du mal in der Gegend warst. das war das. Das Ziel von dieser ganzen Reise war ja eigentlich im Prinzip, ich habe einen Freund, also ich komme aus Ramingstein im Lungau. Und der Freund, der ist 1985 ausgewandert nach Australien, nach Brisbane. Und ich habe gesagt, Andi, irgendwann einmal besuche die. Und der hat natürlich gelacht, hat gesagt, ja, freilich, die besuchen mich alle und natürlich komme jetzt keiner nach Australien. Ich habe gesagt, na, wandern vorher nach Australien, diese Reise, aber nicht am direkten Weg, sondern eben über Afrika. Und dann wäre eigentlich der Plan gewesen, etwas unbedarft mit einem Schiff von Kenia nach Indien zu fahren und dann so über Indien weiter rüber. Es hat aber damals kein Schiff gegeben. Ich bin dann nachher mit der Aeroflot über Moskau nach Bangkok geflogen und bin nachher über Thailand, Malaysia runter nach Bali. Und ich habe vor der Abreise ja bereits meine heutige Frau, die Renate, kennengelernt. Ja. Ich habe gesagt, Renate, bist du ein nettes Mädel, aber meine Reise, die machen wir nicht trotzdem. Ja. Und damals noch ohne WhatsApp und Skypen haben wir halt unseren Brief geschrieben und den habe ich geschickt und gesagt, okay, der dauert 14 Tage von Afrika auf und ich habe gesagt, in einem Monat bin ich in Abidjan, da kannst du beim Postlager eine Antwort nachschicken. Und so haben wir jetzt so monatlich mit dem Brief kommuniziert und dann wollte Renate mal nachkommen und gesagt, okay, nach Bali, das passt eh gut. Und dann war es 4 Wochen in Bali mit dabei, also in Indonesien und in Hamburg und ich bin weiter nach Australien. Und dort hat Renate auch zum ersten Mal ihren Job wieder aufgehört und ist damals nach Australien nachgeflogen. Und wir sind nachher, muss da decken, das Motorrad, der riesige Tank, ich habe die Sitzbank abschneiden müssen, ja. Also ich hab hinten drauf meine selber bastelte Blechkisten gehabt, also das allein schon wenig Platz gehabt, ja. Herr Und das zu Joey, zweit. Joey war halt gern bei dem Gespräch dabei gewesen, wie die Renate, die ihren Vater vorgestellt hat und gesagt hat, was du für ein Leimer der Hammerer bist für eine gute Partie. Ja, da waren wir wirklich noch beide hauchdünn und frisch verliebt. Und nur da war es dann fast vorstellen, man darf mal gar nicht laut verzählen, weil Renate schimpft mich heute, glaube ich, noch, weil das ist so. Flug von Österreich nach Australien war damals wirklich eine absolute Weltreise. Du Ja, warst das glaube länger unterwegs als heute und das war was absolut Außergewöhnliches. ich. Und ich bin 3 Tage vorher in Darwin angekommen, das ist ganz im Norden von Australien. Und habe schon ein paar Freunde gefunden am Campingplatz und die haben dort so diese Methode, wo du zu einer Runde dazukommst, am Tisch zuerst einmal eine Runde Bier. Automatisch hat man nicht jeder wieder eine Runde Bier, dann kommt der nächste und wieder eine Runde Bier. Die hat heute, halt, keine Ahnung, unendlich viel Bier getrunken. Und Renate ist am 9. Vormittag in Darwin am Flughafen gelandet und ich habe mir dann vollhaken im Zelt geschlafen. Ja. Und um 11 haben wir aber den Flughafen in Darwin zugemacht, weil da kommt erst am nächsten Tag wieder das nächste Flugzeug und ich war immer noch nicht dort. Also das. Ja, das ist echte Liebe, Joe. Und Ja, wie ist absolut. das jetzt, wenn ich fragen darf? Du warst immer sehr viel weg und jetzt in der Corona-Zeit bist du ja auch zu Hause. Ist das dann eine schwere Probe für die Beziehung oder habt ihr das ja eh im Laufe der Jahrzehnte jetzt auch so die Wir sind Phasen? wirklich gewohnt. Wir sind ja auch, wenn wir unterwegs sind, also mittlerweile ist ja die Renate bei den Reisen fast immer ganz dabei und da sind wir 4 Monate auf engstem Raum beieinander mit dem Motorradl und haben nicht das nette Haus nebenbei, wo wir uns aus dem Weg gehen können. Das ist so kein Problem. Sehr gut. Und das war damals aber nur quasi just for fun. Also auch diese Australienreise, muss ich gestehen, da habe ich keinen Vortrag gesehen noch, oder? Mein Andi, in Schräfl-Andi, mein Freund, den sieht man da unten auch noch. Und der hat wirklich meine völlig zerbeulten Alukisten, die da diesen Sturz überstanden haben in der Sahara, hat er heute noch in seiner Garage stehen in Brisbane. Aber War absolut. da hat es nie einen Vortrag gegeben über das, oder? Das war einfach. Eben, natürlich nicht in dem Maße. Da habe ich bei mir daheim im Lungau und einmal, glaube ich, in Salzburg, aber im kleinsten Rahmen. Kleinster Rahmen. Kleinster Rahmen. Noch nichts wirklich spektakulär Großes.
Und du bist halt mit der Ersparnisse halt so über die Runden gekommen und dann bist du halt wieder. Und habe wieder zum Arbeiten angefangen. Okay, geil. Okay, na dann scrolle ich wieder auf. Oh, was haben wir da? Ja, Das weil kann. ich gesagt, es gibt natürlich, ich bin ja auch damals noch mehr wie heute natürlich auch in Europa haben wir drum gefahren. Und das war damals die Zeit noch, wo Enduro, sage ich, das war ja das, die Zeit der Einzylinder-Motorräder und die haben damals noch richtig Sinn gemacht bei uns. Weil da hast du noch Enduro fahren können, also Enduro wandern, wenn man es so nennt. Und natürlich hat es da den, faktisch den Mount Everest, der Motorradfahrer war natürlich der Chapadon. Und da war ich mit meinem Bruder dort, und der hat ein 500er ATR gehabt und wir haben das Zelt mit gehabt und sind da wirklich, haben uns da aufgekämpft. Gell. Stunden haben wir gebraucht durch den tiefen Schotter und da kommst du auf über 3000 Meter rauf und haben da oben noch wirklich eine Flasche Bier mit gehabt, haben unser Zelt aufgebaut. Und das war schon also eines der Ziele, die er in Europa nicht missen möchte. Ja, und das hat technisch funktioniert mit dem Vergasermotorrad, hast du herum? Natürlich auf gute 3000 Meter wäre das schon ein bisschen schwächer. Ich meine, die war generell gerade das PS-Wunder, so die R600. Und da oben hast du noch einen, aber es geht noch, ja. Und der Schotter war tief, aber naja, das hat schon heute hat alles funktioniert. Ja, und es gibt ja viele Leute schon, die diese guten alten Zeiten irgendwie so missen. Wie bist denn du drauf? Stehst du auf die modernen Motorräder oder hast du gern wieder mit so alten Sachen fahren? Wie bist du da drauf? Ich habe meine R600 hab ich noch bei mir in der Garage. Die richte ich seit 7 Jahren her und bin noch nicht fertig geworden. Also ich stehe zu 100% auf den modernen Motorrädern. Also gerade die letzte Reise war ja mit einer 97er KTM Adventure R. Und ja, es hat fürs Reisen für mich noch nie was Besseres gegeben wie das Motorrad. Ja, aber Du, die meine Leute sagen aber immer schon, dass dann, wenn da was hinig ist, dann in der Elektronik, dann kannst du nichts dagegen tun. Wie ist das dann? Ja, erstens ist so, dass auch heute noch, wenn Motorräder kaputt werden, zu 99% sind die Probleme mechanisch. Entweder was Motorrad neu ist, Fertigungsproblem, schlampig ist, Erwartungsfehler. Dass du aufgrund der Elektronik stehst und nicht mehr weiterfahren kannst, kann passieren natürlich. Aber also ist mir einmal passiert mit einer 1190er drüben in Zentralamerika, da war der Seitenständerschalter kaputt. Ja. Aber Scheiße. und das war früher noch einfach bei einer 50er, 90er, von einer 50er noch, da hast du einfach das Ganze kurz geschlossen. Mit dem Bussystem geht natürlich nichts mehr. Aber da habe dort damals noch einen Fernsehmechaniker gefunden und ein Telefonat mit KTM und die haben gesagt, ja, ich muss einen 2,2 Kilo Ohm Widerstand dazwischen löten und dann geht's auch wieder. Also das mit der Elektronik, dass du da stehst, ist auch heute noch, was du unterwegs bist, die meisten Leute, die Probleme haben, es immer noch mechanisch. Okay. Also Elektronik ist erstens ein Motorrad ohne Einspielung gibt es nicht mehr. Also ein Vergasermotorrad gibt es eh nicht mehr wirklich. Ja. Also praktisch neu zum Kaufen und alles andere, ob man jetzt die Traction Control ausfällt und ob man das ABS ausfällt, das ist ja wirklich wurscht. Ja. Deswegen fährt es ja noch. Ja. Also von daher habe ich überhaupt kein Problem und die Motorräder sind einfach besser geworden. Weil ich mir denke, was ich mit meinen Suzukis, Yamaha, was ich da Probleme gehabt habe unterwegs und geschrauft habe, war damals ganz normal auf jedem Campingplatz in Afrika. Jeder hat schwarze Fingernägel gehabt, du hast jeden Tag auf dem Essen mal schrauben müssen. Ja. Und je nachdem, wie ich gefahren bin, mit der 1190er habe ich nach 23.000 Kilometern zum ersten Mal Öl gewechselt. Ja, Mit geil, dem ja. Ventil stellen wir dazwischen. Ja. Ja. Du, Joe, einige Leute schreiben in diesem Chat, dass sie deine Vorträge immer genießen. Robert Hoffmann sagt zum Beispiel, seit 20 Jahren verfolgt er deine Reisen und Vorträge sehr genau. Liebe Grüße aus Niederösterreich, Monika und Robert. Also sind sicher Danke. einige Stammgäste da, die sich schon wieder freuen, wenn sie dich wiedersehen. Und wenn wir da jetzt hochscrollen, wann hat es denn dann angefangen, wie soll ich sagen, professionell zu werden? Ist das ist. Okay, Okay, gut. Also bis dahin sehen wir noch einige Hopperlas, das haben wir noch einander gehabt, Gott sei Dank. was? Okay, Genau. gut. Das war wirklich, also, dass ich angefangen habe, also professionell richtig in größeren Stil vorzutragen, war irgendwann ja, so um 97, kann man sagen. 97 habe ich noch meinen normalen Job gehabt im Ingenieurbüro, aber nebenbei zu halt trotzdem schon mit Vorträgen im größeren Rahmen. Also jetzt nicht 500 Okay. Leute, aber 200, 250 Leute, das haben wir damals schon gehabt zum Teil. Ja. Und Okay. richtig hauptberuflich erst seit 2002. Okay. Und jetzt habe ich raufgescrollt bis 1990 und das ist scheinbar deine erste Südamerika-Reise und in Südamerika offensichtlich gehört jede Menge Schlamm und Wasser mit dazu, oder? Ja, es kommt immer davon, wo man fahren will. Aber ich habe gesagt, ich möchte, also, ich hab generell, also versuche ich heute noch mehr wie damals natürlich, mir ein bisschen abenteuerliche Routen herauszusuchen. Ja. Wäre damals bereits möglich gewesen, auf der Panamericana
nach Feierland zu fahren. Aber ich sage immer wieder, das ist das Gleiche, was sagst du, fast auf der Autobahn von Wien nach Salzburg. Da waren wir auch bald durch ein anderes Gebiet einmal schon ein bisschen quer durch. Ja, und das waren halt noch Zeiten ohne Brücken, mit wirklich viel Schlamm. Und das schlimmste Stückel war, sieht man da jetzt, da wirklich das Schlimmste, was ich je gefahren bin, da habe ich für 400 Kilometer eine ganze Woche gebraucht. Ich habe wirklich mein, also mein Motorrad, also das Gepäck mehr tragen und das Motorrad mehr geschoben, wie ich gefahren bin. Das war an der Grenze zwischen Brasilien und Peru. Das waren 400 Kilometer und eine Woche habe ich gebraucht dafür. Ja. Ja, und das war schon. Hast du dann nicht gedacht, nie mehr wieder? Hast du dann nicht geschrien, nie mehr, ich tapp nie mehr, oder? Ja, in dem Moment, wo du dort huckst, natürlich schon, was da in dem Gatsch drinnen sitzt, denkst du schon, also hast das, warum bist du da, du magst das, ja. Aber wenn du am Abend dann irgendein Kaffee noch sitzt und du hast eine coole Musik und ein paar Flaschen Bier hast da nebenbei, dann denkst du wieder, das ist eigentlich recht krass gewesen, das Ganze wieder. Mhm. Und jetzt fragen Leute nach all den Erfahrungen von dir, nach deinem perfekten Motorrad, wenn du jetzt zurückdenkst, da diese Schlammlöcher, wahrscheinlich, das geht mit keinem Motorrad, auch mit einem modernen Motorrad. Ich wusste, was für ein Motorrad hast. Bei dem Schlammloch ist total, das ist völlig bubidel. Primär, man darf auch nicht vergessen, wichtige Sache sind so und so einmal Reifen. Mhm. Die Leute messen den Reifen zum Teil viel zu wenig Beachtung bei, weil das nutzt das beste Fuhrwerk nichts, wenn du keinen gescheiten Reifen drauf hast, dann stehst du in den Dreck, da kannst du fahren, was du willst, da ist der Reifen wichtiger wie alles andere. Ja? Ja. Das sehen wir uns einmal rutschig und ganschig wird, da ist das Motor völlig wurscht, was du hast, da geht es nur mehr um den Reifen. Weil da geht es, da fährst du nicht mehr schnell, da brauchst du kein Fuhrwerk mehr, da fährst du nicht mehr 30 km/h dahin. Ja? Okay, und so aktuell jetzt, diese 97er Adventure, die du fährst, hat für dich die richtige Balance zwischen Komfort, Langstreckentauglichkeit und Leistungsgewicht? Das ist ganz genau der Punkt einfach, wo ich einfach sage, völlig klar gibt es natürlich eine geile Anzahl in den Motorradeln, wo du natürlich, wenn du komplett allein unterwegs bist auf so einer Strecke und dir leichter tust. Ja. Aber wir machen das meiste mittlerweile zu zweit. Die Renate fährt da fast immer mit. Ja. Haben wir noch einen Langstrecken dabei und da hat die 97er jetzt wirklich den Spagat geschafft, dass du, was du allein fährst, ohne Gepäck, wie bei der letzten Reise da in der Sahara, auf das Büdel, das wir gerade sehen, bei den Seen hinten, bei den Seen von Onianga, das waren 3000 Kilometer Sand, Wüste, ohne Renate, mit Begleitauto, da macht das Motorrad einen Mörder Spaß. Und du kannst aber trotzdem zu zweit mit Gepäck auch noch bequem durch die Gegend fahren. Ja? Das ist eben der Spagat, den mit dem Motorrad wirklich klasse gemacht haben. Okay, und aktuell, mit welchen Reifen bist du unterwegs? Auch wieder diesen Spagat, Anreise, Offenterrain? Ich kann sagen, wo ich unterwegs bin. Also wenn ich in der Sahara zum Beispiel, also was wirklich blöder wird, fahre ich den Scorpion Rally. Mhm. Den Scorpion, aber den richtigen Rally. Ja, ja. Das ist ein richtiger Offroad-Reifen. Wenn ich so bei uns durch die Gegend fahre, ein bisschen Schoderstraßeln, dann habe ich den Rally SDR. Okay. Das ist der ausschaut wie ein Offroad-Reifen, aber kein richtiger ist, sag ich mal. Ja. Okay, gut. Na passt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und ich schaue mir diese Backeln da an auf dem Motorrad, ist das so gewesen, dass du immer zu viel mitgehabt hast oder hast du es wirklich gebraucht? War das? Viel zu viel, das war einfach am Anfang. Du wirst ja später noch sehen, wenn wir noch in die neuere Zeit kommen, es war völlig irre, was ich da Zeug mitgehabt habe. Das war einfach unvorstellbar, wie viel Kraft dass ich da auf das Motorrad draufgepackt habe. Ja? Also das war ja völlig abartig. Ja? Aber das kommst du da irgendwann mal drauf mit der Zeit, dass da eigentlich umso weniger und umso besser ist. Also, ja? Aber ich auch heute größtenteils noch, aber wenn wir zu zweit sind, wir haben zum Teil Zeit mit, Schlafsack und Kocher. Ja. Du, und jetzt ziehe ich da die Ski. Als Salzburger bist du natürlich, hoffe ich, ein guter Skifahrer. Hast du dann ein bisschen gebaudert, oder wie? Gebaudert auf 5300 Meter, da geht aber bald einmal die Luft aus beim Baudern, das kannst du mir glauben. Nein, wirklich, das war damals, das ist also außerhalb von La Paz, ist Chacaldaya, und das war damals das höchstgelegene Skigebiet der Erde. Mhm. Auf 5300 Meter. Und da hast du oben Ski ausbauen können. Und das war natürlich ein völlig irrer Skilift. Und die haben damals schon ein geniales System gehabt gegen Schwarzfahrer. Du hast da die Tageskarten gekauft und du hast den Liftbügel mitgekriegt. Den habe ich dann mein Hals hängen. Das war ein Haken, was dich eingehängt in ein Umlaufseil und bist dann mit dem Teil gefahren. Ja. Und was war gefährlicher, die Motorradtour oder das Skifahren dort? Naja, die Skifahren, was du kannst, was halb so wieder schon passt. Aber es war höllisch anstrengend, war es schon. Höllisch anstrengend war es auf 5300 Meter. Ja. Und ich würde dann wieder noch quasi den nächsten Zeitsprung machen. 1993 sehe ich Gorilla, das dürfte wieder Afrika gewesen sein, oder? Genau, ganz genau. Wir kommen wieder nach Afrika, wir werden öfter nach Afrika kommen. Im Zuge von diesem Gespräch jetzt, da ist einfach absolut
mein Lieblingskontinent mehr oder weniger und wird Ja. bereits 88, also noch 3 Jahre meines Lebens in Afrika verbracht, Motorrad fahrend. Nur Okay. in Afrika. Ah, ja. Und da war es so, da habe ich eben versucht, wieder ein neues Ziel zu, immer ein neues Motorrad gehabt, das war DR650 wieder, also Suzuki. Und es war dann der Krieg zu Ende zwischen Abessinien und Eritrea. Und es hat damals hat dem Eritrea die Grenzen aufgemacht. Und es war zum ersten Mal möglich, nach Eritrea mit dem Motorrad reinzufahren. Ich darf ihn sofort das Motorrad runtergeschickt nach Addis Abeba, hochgebraucht, um das durch den Zoll zu bringen. Und bin nachher wirklich nach Eritrea gefahren. War kurz möglich, ist mittlerweile schon seit 20 Jahren nicht mehr möglich. Und damals war es möglich. Renate ist nachher nachgeflogen nach Uganda. Und dann sind wir gemeinsam durch Uganda gefahren und haben uns natürlich damals bereits diese Berggorillas angeschaut, wobei wir haben es nicht in Uganda angeschaut, sondern wir haben das Motorrad in Uganda lassen und sind dann über die Grenze rüber nach Zaire und haben dort noch eben diese Tiere uns angeschaut. Absolut faszinierend. Ja, und wenn du jetzt so nachdenkst, was sind denn die häufigst gestellten Fragen von Leuten, die mit dir plaudern? Was packen die am wenigsten? Was fragen die Leute immer? Ja, viel Spaß zum Sagen. Viele fragen einfach einmal, was kostet es? Wie kann man das machen? Wie kann man kündigen? Wie ist die Zeit? Und ich sage immer wieder, wir haben alle gleich viel Zeit im Prinzip. Ja? Die Uhr geht bei jedem gleich schnell, nur jeder nutzt es anders. Ja? Und das ist einfach der Unterschied. Und was du das. Wir waren einfach damals in dieser Zeit, wirklich, also da waren von Sponsoren, ist heute noch, ist ein Thema, aber für mich nicht wichtig. Ich würde heute noch jede Reise machen, die ich gemacht habe, auch ohne einen Sponsor. Zu 100%, ja. Es gibt keinen, von dem ich so abhängig bin, dass ich sage, okay, ich kann es nicht machen, wenn der Sponsor nicht mit tut. Das gibt es bei mir nicht. Ich mache meine Geschichten so und so und da Partner, die noch mit dabei sind. Und damals haben wir überhaupt keinen gehabt. Okay, haben wir erst 3 Pickel halt drauf gehabt, weil mir irgendwer einen Hinterreifen geschenkt hat. Ja? Aber der Rest war einfach, ich habe einfach das Geld, das ich verdient habe, ich habe nicht schlecht verdient, einfach dahingehend gespart und bin dann alle 3 Jahre, habe ich gesagt zu meinem Chef damals, du, jetzt habe ich nur kackelt die 3 Jahre, jetzt möchte ich wieder 3 Monate weg. Soweit. Und jetzt fragen Leute natürlich, ja, wie das aussieht mit diesen Motorrädern. Also damals, die Motorräder hast du natürlich alle selber gekauft und irgendwann ist dann, glaube ich, KTM dein Partner geworden und da bist du ja nicht nur jetzt unterstützter Weltreisender, sondern ja auch, glaube ich, Entwicklungstestpartner, weil du das vor Ort ausprobierst, oder? Mittlerweile testen sie es selber schon viel, viel, viel besser, aber bei den ersten Dingen, die wir da gehabt haben, also wie damals zum ersten Mal mit der 950er zu zweit von Kairo nach Kapstadt gefahren mit der Renate und die haben daraufhin nachher wirklich für, glaube ich, 2006 haben es damals nachher das zusätzliche Gesamtgewicht um 20 Kilo erhöht. Da haben sie gesagt, was das Ding ist aushält, dann können wir das locker erhöhen, ja. Gut. Und dann, was glaube ich auch oft gefragt wird, aber was sich total verändert hat zu früher, ist das Thema mit der Spritversorgung. Früher war das sicher eine Herausforderung, aber heutzutage kein Problem mehr, Joe, oder? Man hat ja gesehen, mit diesen riesen Tanks, die da drauf sind, also bei der Reise, die wir aktuell haben, 93, habe ich den Tank noch weg, da das Riesenfassl, weil das ist unmöglich zum Fahren. Immer noch ein Tank drauf mit 35 Liter. Ja, heute brauchst du das wirklich nur mehr, was du fährst, wo keiner mehr lebt. Weil überall, wo heute Menschen leben, haben die Motorradeln aus China, aus Indien und da fährt keiner zum Tanken weiter wie 5 Kilometer. Das heißt, in Wahnsinn. jedem, in Asien, in Südamerika, in Afrika, wo Leute leben, kriegst du halt ein Benzin. Okay, also für deine nächste große Tour, was wirst du für einen Tank verwenden? Wie viel Liter nimmst 20 Liter, was eben die 97er drauf hat jetzt. Ja. Org. Wahnsinn. Ja. Und dann eine interessante Frage ist reinkommen, fährst du auch manchmal mit Gruppen? Also hast du schon mal zusammengetan mit anderen Reisenden oder immer nur so mit der Renate? Ist es so, also bei der ich habe das nie gewusst, wie ich es machen will. Und dann beim Wegfahren, bei der Reise der 87, da habe ich nachher am Schiff den Hans aus Wien getroffen und habe gesagt, okay, wir fahren gemeinsam bis nach Damanrasset, das ist eine gute Idee, weil allein in der Wüste ist ja nicht so lustig. Und es war ein netter Kerl, hat alles passt und ich war trotzdem froh, dass ich noch einmal getroffen habe, nach Damanrasset. Und da habe ich genau gewusst, ab dem Zeitpunkt, ich bin eigentlich nicht geschaffen, um mit anderen Reisenden zu fahren. Ich glaube, es bei so langen, Geschichten so und so, die Freiheit ist grenzenlos und was du es dann mit hast und der sagt, ich will nur weiterfahren, du willst noch da bleiben, du gehst jeden Tag Kompromisse ein. Also mit Renate ist nicht anders, das ist eine andere Beziehung. Ja. Aber ich würde heute nicht machen und sagen, ich fahre jetzt mit irgendjemand einen Monat durch die Gegend.
das darf man, nein, definitiv nicht. Und wie schaut aktuell deine Sprachenbibliothek aus? Wie bist du im Moment aufgestellt? Ganz schlecht. Ja, ganz schlecht. Ich kann also, im Englisch kann ich, habe ich gelernt in der Schule, und alles andere hat man nachher zum Teil vor den Reisen mit Native Speakerinnen beigebracht. Also ich kann momentan ein bisschen Französisch, weil gerade unten war ich in Afrika, kann aber genauso gut Spanisch, kann Portugiesisch, aber halt alles so schlecht, dass wenn ich weg bin aus dem Land oder aus dem Kontinent, eine Woche später ist das in meinem Hirn schon wieder komplett in irgendwelche Tiefen verschwunden und muss dann wieder mühsam anfangen vor einer Reise, 2, 3 Monate vorher, das Ganze wieder aus irgendeinem hintersten Kastel von meinem Hirn wieder in den Vordergrund zu bringen. Na gut, dann scrolle ich weiter rauf ins nächste. Ist es schon Jahrzehnt? Nein, 1996, da hast du dann Oh wieder ja, angegriffen. das war eine schöne Geschichte. Ein Das Sturz? nicht, das war nicht so schön. Ne, Sturz und Blödheit. Ja, ich war in Pakistan. Ich bin damals gesagt, ich wollte unbedingt nach Pakistan und Indien und bin in Pakistan gefahren und da gibt es den Barbusa-Pass. Normalerweise wird der nur vom Militär befahren. Da fährt keiner. Und ich bin da reingefahren und war natürlich total begeistert von mir selber wieder mal, was ich wieder runter sie bin. Und habe nicht aufgepasst und ich habe in der Gegend einmal umgeschaut und dann bin ich einige Meter tiefer in dem Graben und dann gewesen war ein Riesenglück, dass das Motorrad da bei diesen Buschen hängen blieb. Ansonsten war es Fluss, habe ich geflogen. Dann habe ich, glaube ich, 1,5 Stunden warten müssen, bis die nächsten Leute gekommen sind. Und dann haben wir jetzt so gemeinsam mit die Seile das Motorrad wieder auf die Pisten aufgezahlt. Ja. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert, weder Motorrad noch mir. Okay, und es Da brauchst du und es gehst dann steigen, rauf, bis der. ja, Entschuldigung, es steigen immer wieder Leute ein und die fragen immer nach dieser Planung. Ich glaube, das ist was für Menschen, die einen sehr strukturierten Tagesablauf haben, immer ein großes Ja. Mysterium ist. Du hast das schon erwähnt, du planst natürlich die bürokratischen Dinge, aber ich glaube, vor Ort gibt es dann Na, doch einiges aus dem Stegreif, oder? komplett. Also was ich mache, also damals wie heute, ist so, ich überlege mir im Vorfeld, wo will ich hin? Dann ist natürlich wichtig, wo ich hin will, zu was für einer Zeit kann ich das überhaupt machen? Reisezeit. Mittlerweile, damals so nicht zum Teil, aber mittlerweile wichtig, die Reisezeit. Wann macht es Sinn, dort hinzufahren? Und dann überlege ich mir, was möchte ich mir anschauen? Ja, was möchte ich sehen? Und das ist die Planung, die ich habe. Der Rest ist unterwegs. Das heißt, ich plane heute noch, wenn ich unterwegs bin, sitze ich am Abend heute in meinem Hotel, Guesthouse Zelt, und wann so, also nachher mit Garmin geht es nachher einfach und schaue nachher, plane ich den nächsten Tag oder vielleicht 2 Tage, aber mehr plane ich nie. Und da auch nur einmal grob. Es gibt bei mir keine Planung, dass ich weiß beim Wegfahren, wo ich in einer Woche bin. Das gibt es nicht. Na, Ich sehr weiß, gut. ich fahre weg. Bei der letzten Reise zum Beispiel, ja, der dauert 5 Monate und da habe ich den Termin gehabt bei KTM, weil die haben ja unten in Marokko die Ja, 7 Nights sag präsentiert. Ja. ja. Und da wollte ich, dass ich dabei bin. Und die haben gesagt, Freunde, ich kann es euch nicht sagen. Weil wenn ich im Tschad bin, in Zentralafrika, in Kamerun, ja, keine Ahnung, wie lange ich da unterwegs bin. Ich kann es erst sagen, wenn ich in Ghana bin. Ab Ghana weiß ich, okay, es geht sich aus. Und dann habe ich einen Termin gehabt auf der ganzen Reise, das war der 1. März eben in Erfurt in Marokko. Ansonsten gibt es keinen Termin und den gibt es keinen. Und war das damals eine Fehlplanung oder ist es halt so, dass da Schnee ist? Oder wie ist da das Nein, das passiert? habe ich gewusst. Aber ich bin raufgefahren auf den Kunjara-Pass, der geht rüber nach China. Und da habe ich schon gewusst, erstens habe ich gewusst, ich komme nicht rein nach China, weil da brauchst du alle möglichen Permits. Aber ich habe gewusst, da kann Schnee sein. Und das ist ja, aber das waren aber die letzten 10 Kilometer. Das war ja nicht tragisch. Das waren ja nur 10 Kilometer. Das habe ich schon gewusst. Das habe ich gewusst, ja. Und natürlich bin ich ja immer wieder, bin ja nicht nur mit dem Motorrad unterwegs, wie man da sieht, ja. Ich versuche immer wieder zwischendurch, wenn es passt, ein paar entweder Skifahren oder Bergtouren zu machen. Das war ganz eine schöne Tour. Der Platz, wo du sitzt, der heißt Concordia. Und da gehst du mal 5 Tage über den Baldoro-Gletscher. Das ist einer der längsten Gletscher auf der Welt. Und dann sitzt du dort und du siehst von diesem Platz, es ist auf der Welt einmalig, 4 Achttausender. Links am Bild, der markante ist der K2. Hinter mir ist der Broad Peak. Und dann gibt es noch Kaschabrum 1 und Kaschabrum 2. Und die siehst du von dem einen Platz. Gibt es das nicht auf der Welt? Okay. Die Kamera wird gerade gebraucht. Was ist mit der Kamera? Entschuldigung. Ja, da oben schreibt gerade an, was für ein Kameramaterial, das ich gerade habe. Ach so, du kannst das sogar lesen, weil das ist ja in Ja, einer relativ ja. schlechten Auflösung bei dir. Sollen wir schnell, gehen wir kurz darauf ein, ja? Ja, Auf die sicher Kamera. schon. Na sicher, gefreut mich sicher. Ja, damals natürlich waren es natürlich noch ganz normal, eben, auch wieder also bei der ersten Reise, ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe mir von meinem Vater einen alten Fotoapparat gekriegt, der hat mir gezeigt, wie man die auf ihm einlegt und dann bin ich weggefahren.
dann bin ich auf Nikon umgestiegen, habe lang Nikon gehabt und mittlerweile seit 5 Jahren fotografiere ich mit Minolta. Das ist eine Systemkamera ohne Spiegel. Die hat den Vorteil, sie ist kompakter, kleiner und man kann mit der Kamera auch sehr gut filmen. Und darum sparen wir mittlerweile die Handycam, also alle Bilder, alle Videos machen wir mit der Olympus, mit der OMD EM1 Mark II. Okay. Drohne habe ich gerade gelesen. Drohne habe ich die DJI Mavic Pro dabei. Okay. Das war damals sicher noch kein Thema, Drohne. Das war weit, weit weg, ja. Da hast du einen Haberer gefunden aus Zürich, oder? Wenn ich richtig sehe. Ja, in Daniel. Daniel aus der Schweiz war der zu Zürich, ja. Den habe ich in Leh getroffen. Und da sind wir gemeinsam nachher rausgefahren auf diesen Kadum Lat. Das war diese World Highest Motorable Road. Das spielt das jeder Nacht, der dort ist. Ist nur lustig. Das sind ja umgerechnet 5602 Meter. Nur stimmt's nicht. In der Übertreibung. Marketing, gell? Ja, das sind nur 5300 Meter und es gibt nur Pässe, die höher sind, ja. Aber sicher auch heute noch gibt es nur Leute, die das Selfie machen für Instagram, oder? Ja, ich bin mittlerweile schon des Öfteren umgerissen, immer wenn ich hinfahre, mache ich natürlich das Bild dort nicht. Bitte, World Highest Motorable. Was du kein Büdel magst, dann magst du das nirgends. If looking for survival, do not believe it's in fast arrival. Hey, Leibander Spruch. Okay. Ja, und der hat mich damals fotografiert, eben passend für den indischen Straßenverkehr. Ich finde es nur cool, weil im Prinzip passt er zu unserer jetzigen Zeit auch. Also momentan muss da das Ganze ein bisschen langsamer angehen, damit das Ganze im Endeffekt funktioniert. Okay. Ja, Straßenverkehr in Indien ist ein ganz eigenes Thema. Also Motorradfahren in Indien macht eigentlich keinen wirklich großen Spaß. Mhm. Abgesehen vom Norden, das Traum auf Tänende Berg, aber ansonsten ist das Verkehrschaos dort wirklich mörderisch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du sowas verratest, aber so deine nächste Reise, verratest du es oder erst dann, wenn quasi die Vortragstermine stehen schon? Wie gehst du denn da um mit dem Thema? Das fragen dich sicher viele Leute, ja, oder? Eigentlich haben das im Prinzip schon alles verraten, nur dass ich aufgrund der aktuellen Situation selber nicht genau weiß, was wäre. Das ist, so gesagt, ich bin gerade dabei, wieder meine Spanischkenntnisse etwas aufzufrischen. Sehr gut, sehr gut. Muss genau im kann man wirklich noch, ob es funktioniert, ich kann es echt noch nicht sagen, weil einfach momentan kannst du es nicht sagen. Das kann man, wie gesagt, Österreich hat sicher hin in Europa, aber ob was momentan ist in einem halben Jahr, weiß also der Plan ist, wieder Richtung Südamerika gehen. Sehr gut, sehr gut. Du, wenn ich an Südamerika denke, denke ich immer an den einen Vortrag, wo du dieses vorgekaute Bier getrunken hast. Das wäre heute strengstens verboten, sicher in Zeiten von Corona. Darum habe ich heute Kochicha, ich war anders Bier, war anders Bier, da Kochicha. Nein, da hat es mir gerast, wie ich das gesehen habe. Hilft nichts. Oh, und jetzt bist du in Afrika. Jetzt machen wir einen richtigen Sprung. 1999. Einfach generell von meinen Reisen her. Zuerst hast du gesehen, die Tenere, die Suzuki, beide aufpackelt bis zum völligen Wahnsinn. Ja. Und das war noch so das erste Mal, dass ich mit einer KTM unterwegs war. Das hat mir damals der Fischer Mandi, Gott habe ihn selig, hat mir die damals irgendwie besorgt. Die Shell haben damals eine KTM Barista Cardium unterstützt. Und da haben nachher das Motto dafür, das war ganz normal, die 620er. Aber im Design von diesen Dakar-Dings. Und die habe ich damals noch vom Mann gekriegt und habe mich eben hergerichtet für diese Afrika-Reise. Und da sieht man zum ersten Mal jetzt da kompaktes Gepäck drauf. Ja? Erstens einmal zum ersten Mal Duratech-Boxen drauf, einen gescheiten Tankrucksack, nichts mehr selber bastelt. Und einfach vom Gepäck her minimalisiert. Weil das ist zum Beispiel jetzt hergerichtet für eine komplette Wüstendurchquerung. Okay. Und auch natürlich vom Motorradl vorne her eine andere Dimension. A natürlich aufgrund von weniger Gepäck und B natürlich, man kann das Vorweg von dieser Adventure halt nicht mehr vergleichen mit einer Suzuki. Mhm. Das war ein Quantensprung, das Motorrad, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Einfach vom Reisen direkt her, aber einfach vom Fahren her, was anderes. Ja. Und das war ja der Nomi Kickstart. Anspringen, wo hast du im Griff gehabt, Dekompressor ziehen, oberer Totpunkt, bla bla bla. Die war schon mit E-Start. Die war schon mit E-Start, okay, gut. Ja, die haben seit 19, das war eine Frage bei mir auf Facebook und ich habe es ganz ehrlich gesagt selber nicht mehr gewusst, was ich gehabt habe und habe nachher in Felber angerufen, in Felber Wolfgang, der war damals der Chef von der Entwicklung bei KTM und der hat gesagt, ja, seit 1995 oder was, haben sie diese LC4-Motoren mit einem E-Start ausgelöst gehabt. Sehr gut.
Herrlich. Ja, das muss man natürlich auch anschauen. Oase oder Fünf-Sterne-Hotel, Joe, was ist das da? 1000 Sterne, natürlich, 1000 Sterne, 1000 Sterne. Das sind diese Mandara-Seen, heißen die. Die waren mitten in der libyschen Wüste und da fährst du vom, es ist einfach, du fährst komplett durch die Dünen dort hin, du bist eine Stunde unterwegs oder irgend sowas und dann auf einmal, der erste See ist noch austrocknet, der echte Mandara-See, ist der Umm el Maras, der, und das ist einfach, ja, glaubst du, wie ein Fata Morgana. Du fühlst dich wie im Paradies, wenn du über die Düne drüber kommst und da oben schaust. Also, ich bin dort noch übernachtet, also direkt im Schlafsack neben dem Motorradl, ja, gibt nichts Naja, Schöneres. du und jetzt haben Leute gefragt, wieso das jetzt auf einmal mit weniger Gepäck geht. Bist du halt gescheiter geworden in der Planung Man wird einfach gescheiter. Es geht. Mittlerweile hab ich praktisch noch weniger mit. Man wird einfach gescheiter. A wird man gescheiter und B wird die Ausrüstung besser. ja. Das Zelt ist heute leichter und kleiner. Die Unterlagsmatten sind kleiner, der Schlafsack ist kleiner. Es werden einfach alle Teile werden besser von der Machart her. Und natürlich lernt man irgendwann einmal, dass du nicht unbedingt drei Jeans mithaben willst und ein Hemd dazu, dass kurze und lange Hosen und dem zwei Leiberl auch reichen. Okay. Und so unangenehmes Thema, Krankheiten und Verletzungen. Joe, wie ist da gegangen, wie bei deinen Reisen? Wirklich absolut mit dem Holzkopfen zum Teil ein Mörderschwein gehabt, bei dem Abflug da in der Sahara. Da, wenn das Motorrad dir nachfällt, dann hast du ein Riesenproblem. Ansonsten fahre ich wirklich immer mit kompletter Montur. Das heißt, auch wenn es noch so heiß ist, ich habe meine Stiefel an, ich habe meine gescheiten Knieprotektoren, ich habe gescheite Jacken, einen gescheiten Rückenprotektor, ich habe meinen Helm auf, ich habe meine Handschuhe an, ohne den fahre ich nicht. Das hilft da schon. Man trifft unterwegs immer wieder Leute, die sagen, irgendwo in Afrika und der fährt mit so halbseichten Bergschuhen um und um, er fährt eh nicht schnell. Also, wenn du packst, alles, wenn da im Stand das Motorrad auf dem Knöchel fällt mit deinen Boxen, dann hast du Pech. Und ansonsten Krankheiten, dürft recht einen robusten Körper haben, habe ich nie was. Okay. Ja, da muss ich jetzt aber in dieses Wüstenbild einklicken. Das schaut ja so aus, wenn du da einmal reinfährst, bleibst stecken, oder? Ist das hart? Und da fährst du den Weg und da fährst, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das sind 30 oder 40 Kilometer, fährst du und dann kommst du diese Seen rein. Und da ist eben im Sand das Gas das Allerwichtigste. Bremsen kannst du vergessen, aber das Gas ist das Wichtigste. Und da macht es halt mit deinem Motorrad und der gescheiten Fahrwerk dann wirklich Spaß zum Fahren. Noch die Berge muss ich da jetzt noch fragen. Wo ist das? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das ist das Hoka-Gebirge. Das ist außerhalb von Damanraset. Das ist mir eines von den schönsten Bütteln, die ich da von der Emotion her überhaupt habe. Ich bin damals von Janet rübergefahren nach Damanraset und das war Ende 1999. Und also, es wäre geplant gewesen, runterzufahren in Tschad. Noch nicht hingehauen, weil dort Unruhen waren, alles frisch vermint. Das bin ich von Libyen rübergefahren nach Algerien. Aber auch dort war damals die Situation nicht mehr rosig und es war kein Mensch unterwegs. Da sitze ich in Janet und muss nach Damm fahren. Es sind fast 700 Kilometer. Davon sind wirklich 400 Kilometer menschenleere Wüste. Und es ist keiner da. Da bin ich natürlich komplett alleine rübergefahren. Da habe ich dann irgendwie raufgekämpft auf die nasse Creme. Und da gehst du nachher von der Passhöhe noch einmal rauf, 20 Minuten. Und dann sitzt du da oben und siehst dort den Sonnenuntergehen. Das ist schon ein Moment, den vergisst nicht so schnell. Und dann ist ja für viele Leute Motorradfahren so auch immer ein bisschen Adrenalin, Action, Gas. Auf solchen langen und ja, weiten Touren geht es halt dann nicht, oder? Da muss man halt immer sehr umsichtig und defensiv fahren, oder? Sollte man, sagen wir so, sollte man. Aber ich fahre einfach zu gern Motorrad. Also ich fahre wirklich zum Teil schnell. Muss ich ganz ehrlich selber sagen, ich fahre zum Teil schnell, aber es macht einfach so einen Spaß. Das ist, und ja, es sind zum Teil wirklich, wo ich noch ein Leute trifft, die mit dem Motorrad gefahren sind, die haben dort einen 3 Tage gebraucht. Sag ich, warum das, bin ich in einem Tag gefahren, das war ich halb so wild. Es ist natürlich nicht klug, da haben wir gar nicht drüber reden, es ist nicht klug, aber es macht einfach schon Spaß. Was ich tue schon zwischendurch natürlich weit, weit weg von einem, der es richtig kann, ja. Aber für meine Verhältnisse bin ich zum Teil schon flott unterwegs und zum Teil auch nachher, wenn ich mir denke, das war jetzt einmal ein bisschen Schwein, vielleicht zu schnell. Gut. Du, dann plan jetzt rauf. 2002, jetzt haben wir schon im neuen Jahrtausend und da Weltklasse, da kann man sich das Thema Ausrüstung anschauen, Joe. Bist du narrisch? Na, wenig ist das aber auch nicht, aber deutlich weniger als früher.
vielleicht ganz knapp vorher, das war jetzt für mich der große Sprung zu einem anderen Leben, weil 2002 habe ich meinen Job gekündigt. Ich habe gesagt, also mein normalen Job, hör auf. Hat Renate gesagt, sie hört auf mit ihrem Job. Und wir leben jetzt da ab 2002, ich bin dann 18 Jahre, wir versuchen mal davon zu leben, von unseren Reisen. Oder Mutterfahrt, kein andere besser. Aber halt, wir machen dann auch unsere Vorträge, schreiben Berichte und von dem, das war der Punkt. Und da haben wir jetzt da, eben damals, das war damals das D640er-Adventure und das war so das, die Ausrüstung, die wir mitgehabt haben für unsere 5 Monate. Und das war recht lustig, weil ich habe das Bild leider gehabt im Facebook und das war gerade zu der Zeit, Anfang der Corona-Krise, wo einer geschrieben hat, ich habe nur einen hohen Klopapier mit. Das ist eigentlich für den Unverhandlung. Ja, das war damals halt noch die gesamte Fotoaussicht, damals noch viel Platz, und die ich viel mit dem mitnehmen muss. Ja, Wahnsinn. Und es ist schon viel Teil vom Gepäck, ist dann dieses Fotozeug, gell? Da kommt schon was zusammen, gell? Du hast 2 Kameras mit, du hast eine Videokamera mit, du hast damals die Filme mit, du hast das Stativ mit, da kommt natürlich schon einiges zusammen. Und dann brauchst du ein paar Schläuche hinten und vorne, ein bisschen Apotheken, Landkarten, Bücher, da bleibt nachher ein Zeltschlafsack, Kocher, da bleibt nachher für die privaten Sachen nicht mehr viel über. Gut, die Unterhosen zähle ich lieber nicht schon, sonst wird es grindig, aber viel Platz für Unterhosen war nicht, oder? Fünf Stück. Okay, Weltklasse. Du, ein Kollege hat gefragt, ich weiß nicht, ob du so gut Buch führst. Gesamtkilometeranzahl, hast du so ein Logbuch? Weißt du das? Ein Ausdruck, das wird sicher eine Frage. Ja, also, das ist nur die Kilometer außerhalb von Europa, gell? Nur die Götten natürlich, ja. Das weiß ich nicht. Das sind 370.000. Weltklasse. Leiwand. Naja, das schaffen andere so nicht, aber es ist halt so spezielle Typen schon, oder? Du lernst wahrscheinlich auch andere spezielle Typen kennen auf solchen Reisen, die wahrscheinlich ähnlichen Lebensstil haben. Ein paar so Kandidaten gibt es schon auf dem Planeten, oder? Gibt es mehr, wie man glaubt, ja. Du, was hat es da mit diesen Flaggen auf sich? Kannst du mir da was dazu erzählen, bitte? Oder Tücher? Ist das was Heiliges? Ist das gewesen? Und da bin ich zum ersten Mal nach China rein, natürlich begleitet, keine Frage. Und wir sind nachher nicht auf dem direkten Weg nach Peking gefahren, sondern haben einen Umweg über Tibet gemacht. Und da gibt es ja den Kailash, ist der heilige Berg von den Buddhisten. Und diese Pilger haben ja das Ziel, einmal im Leben diesen Berg zu umrunden. Ja? Mhm. Und ganz oben ist der Dolmala, der ist gleich 5600 Meter hoch. Und da hängt man nachher, das ist der Kailash, den man da sieht, dieser markante Berg da. Und da rundherum geht man dann, und wir haben 3 Tage gebraucht dazu. Und dann hängst du auf 5, 6, hängst du dort nachher der Gebetsfahne hin. Mhm. Und ich war da nicht wirklich schlecht beieinander, und da keuchst schon ziemlich auf, für 5600 Meter. Da kommt irgendeine Mutter aus Tibet mit 55 Jahren, die lächelt an dir vorbei. Ja. Pfeifst schon aus dem letzten Loch. Ja, auch ihre Geschichte gewesen, der Kailash. Ja. Und die Städte, Dörfer, Bauwerke, wo war das, wenn ich fragen darf? Dogubayazid, das ist an der Grenze zwischen Türkei und Iran. Und das ist jetzt der Bukhara. Mhm. Bukhara, also eine legendäre Stadt in Usbekistan an der Seidenstraße. Mhm. Und das ist an der Grenze Türkei-Iran, dieses Bild hier. Ja, genau, ja. Du, John, jetzt rückblickend natürlich, muss man sagen, hast wahrscheinlich vieles richtig gemacht, weil ich glaube, einige Länder, vor allem in Afrika, die du noch leibend bereisen hast können, das geht jetzt nicht mehr so leicht wie früher, oder? Du hast vieles abgehakt, was jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr möglich wäre, oder? Genau der Punkt, wo ich sage, also, dass ich werde immer wieder gefragt, warum fährst du in Afrika, in Südamerika, warum bist du nicht in Amerika, in Nordamerika? Da sage ich, das kann ich irgendwann machen, das kann ich mit 70, mit 80 noch machen, und das wird sich nicht ändern. Die Nationalparks werden immer noch schön sein, aber du kannst Länder ändern sich extrem in diesen dritte Weltländern. Äthiopien vor 20 Jahren und heute ist eine andere Welt. Und wie man es sieht, mittlerweile die ganze politische Entwicklung, speziell im ganzen Sahara-Raum, ist ja erschreckend. Und alle diese Länder, ja, Mali, wo ich gewesen bin, die sind heute off-limit, da kommst du heute nicht mehr hin. Ja. Ja. Na gut, wahrscheinlich werden deine Vorträge dann immer wertvoller, weil in 20 Jahren weiß keiner mehr, dass man da überhaupt jemals hinfahren hat können, Joe, und du warst dort, du kannst berichten. 2004, da bist du das erste Mal, glaube ich, in einem Zweizylinder schwerst übermotorisiert unterwegs gewesen, wahrscheinlich, oder? Ja,
nicht einmal. Das war zum ersten Mal und zum einzigen Mal in meiner bisherigen Karriere, wo ich wirklich als Guide unterwegs war. Ah, okay. Er hat wirklich sieben, also KTMs gehabt, das waren 640er, die hat er in Bhutan stationiert. Und ich habe gesagt, ich war schon vorher in Tibet zweimal und es war nicht viel Leute mit dem Motorrad in Tibet. Und der hat gesagt, ich möchte eine Reise machen. Ich habe noch an diese Reise bei meinem Vortrag beworben und war als Guide selber mit dabei. Und das war praktisch ich mit der großen 50er und der Rest mit diesen Mickey Mouse Motorradeln, war die ja geile Geschichte. Wobei, die hat ja damals gehabt, ich glaube, 98 PS hatte ich, glaube ich, gehabt, wenn ich es im Kopf habe. Aber wir waren da auf über 5000 Meter oben, da bleibe ich noch einmal gut 40 PS über. Ja. Also die heute übermotorisiert, ja. Und bin eben noch einmal Wochen mit dieser Gruppe eine Tour durch Tibet gefahren. War schon auch cool. Was noch waren beim Kailash hinten, sind auch zum Mount Everest Base Camp gefahren. Und das ist schon was da, also sind beides der Everest, einmal mit dem Motorrad, einmal ohne Motorrad und was da wirklich mit so einer 950er, das war die erste, das war die 2003er Modell, war das noch, ja? Und was bei der da auf dem Everest, mit dem fährst auf 5200 Meter, war schon eine geile Geschichte. Tut schon. Und warte jetzt, also mit wer aus dem Konzept kurz gebracht. Ah, wurscht, habe ich den Faden verloren. Mount Everest, KTM 59 Adventure, eine Mörderfrage ist mir gesagt. Genau, wegen den Kosten jetzt wieder. Was man natürlich schon sagen muss, diese Länder, Afrika, aber ich glaube, das gilt auch für Asien, wenn man mal dort ist und alles sortiert hat, vor Ort, das Leben, Sprit, glaube ich, aber auch Essen, Getränke und so weiter, das ist ja relativ billig, glaube ich, damals und heute noch so. Sicher das richtig, Joe? Asien ist immer noch billig, damals wie heute. Afrika war damals und ist heute nicht billig. Afrika ist also, wenn du ein bisschen einen Standard haben willst, nicht wirklich billig. In Asien kriegst du um wenig Geld sehr, sehr viel. Tibet-Reisen, China-Reisen kosten ein Vermögen, weil du ja das Begleitauto brauchst. Ansonsten kannst du natürlich in Asien sehr, sehr billig, also ich mittlerweile nicht mehr, ich habe damals in jungen Jahren, was einfach mein Ziel in jeder Stadt, das billigste Hotel zu finden. Ja. Immer geschimpft mit mir. Heute habe ich das Ziel nicht mehr. Ich habe heute noch kein Problem, in der windigsten Hitze zu übernachten. Definitiv nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn es nebenbei was Besseres gibt, nehme ich heute das Bessere. Hätte ich früher nicht gemacht, heute tue ich es. Ja. Okay. Gut. Ah, herrlich. Da fängt es wieder an mit Afrika. Kairo nach Kapstadt. Ja. An den Vortrag kann ich mich erinnern. Der war Weltklasse. Ja. War das dann deine erste Vortragsserie oder schon die zweite? Jetzt war schon die zweite. Also wir haben mit der Seitenstraße angefangen, aber so richtig eingestellt mit ihrer Geschichte da. Und da war eben die 950er Adventure. Zum ersten Mal eine längere Reise mit dem Motorrad und die war furchtbar stolz. Ich kriegte von KTM zur Verfügung steht eine 950er Adventure. Und ja, das erste Mal hätte ich es fast nicht durch den Zoll gebracht, weil der gute Versicherungsmakler für KTM hat nämlich die Vorgestellnummer falsch eingetragen in den Zulassungsschein. Und das in Kairo am Flughafen, wo die so genau sind. Und das war wirklich knapp, dass das Motorrad dort eingezogen worden war. Aber hat noch funktioniert. Ja, und dann halt auch wieder runter über Sudan nach Äthiopien. Ich komme also Ägypten, eher ein bisschen schön, aber eher fad, dass du nur mal Salto mit umfährst. Und dann komme ich zum ersten Mal weiße Wüste im Sudan und das war geil. Und 200 Kilometer menschenleere Wüste, ich da wie der Hund, 250. 950er, zwei Zylinder und Glas und Kinigarten und Like, bin ich durch die Gegend gefahren. Da hat es mich wirklich überschlagen. Oh. Was mich überschlagen und das Motorrad ist dann neben mir gelandet und das wirklich, das muss da geben, voll aufpackelt, neben mir gelandet und ist komplett überdraht gewesen um 180 Grad. Das heißt, die ist am Lenker gewesen und hinten am Boxsack. Ich habe es nicht mehr fotografieren können, weil die Kamera war ja unten drunter unter dem Tank. Gell? Dann habe ich es aufgestellt und es hat nichts gehabt. Also war Kratzer, ja. Also unvorstellbar, was das Ding ausgehalten hat. Ja, Stahlrohrrahmen ist sowas gut. Apropos Stürze, Satellitentelefon oder so Rescue, hast du sowas mitgehabt? Telefon habe ich bei der Reise eins mitgehabt. Genau bei der Reise zum ersten Mal eins mitgehabt. Ich habe es nie gebraucht. Es hilft da auch nicht wirklich, weil wenn wüssten anrufen. Wir haben die 10. Und man kann sagen, ob sie es dann Live-Chat machen willst, jeder in der Wüste irgendwo verreckt. Ja. Aber es hilft ich meine, ja. Also im Prinzip habe ich es da einmal mitgehabt, aber eigentlich nie wirklich braucht. Ja. Okay. Und heute ist es so, dass in faktisch allen Gegenden, sogar in der Wüste zum Teil, in die hintersten Oasen, funktioniert dein Handy. Ja, Weltklasse. Nun, Joe, Hand aufs Herz.
dass das Handy jetzt überall geht, ist das, bereichert das die Reise oder nimmt es ein bisschen diesen stressfreien Raum? Weil wenn du dann das Handy mit hast, machst du dann doch da oder tut dann mal E-Mail oder tust was schauen. Wie geht es dir als Extrem-Abenteurer mit dem Handy überall erreichbar? Es nimmt da einen Haufen weg. Weil man denkt, also meine erste Libyen-Geschichte, da war ich 4 Wochen in Libyen unterwegs, 4 Wochen, und du hast nicht eine Zeitung lesen können und du hast kein Radio verstanden und so mit keinem Menschen telefoniert. Es ist heute noch so, wo ich das Ganze ja mittlerweile beruflich mache, verbringe ich wahrscheinlich weniger Zeit mit dem Handy und mit dem Laptop wie die meisten anderen. Okay. Ich mag es wirklich so, mein Handy ist ausgeschaltet. Wenn ich auf Reisen bin, ist mein Handy, ich fahre daheim weg und sage zu meiner Mutter, mein Handy ist nicht eingeschalten. Ist ausgeschalten. Wenn man mich erreichen will, dann können sie mir eine E-Mail schicken, aber mein Handy ist ausgeschalten. Natürlich rufe ich halt meine Mutter einmal in der Woche an und fahre halt einmal im Monat. Aber die Renate, aber ist mein Handy ausgeschalten. Mein Handy, ich bin nicht zu erreichen am Handy. Das brauche ich definitiv nicht. Und den Fehler machen heute einfach wirklich zu viel, finde ich, dass zu viel, wenn sie unterwegs sind, sie mit dem Handy beschäftigen, sie mit Reiseblogs beschäftigen, die noch nicht kein Schwein liest. Ja. Also, nein, also die Leute verbringen Stunden daran, ihre ganzen, was gegessen, was sonst gemacht haben, irgendwo niederzuschreiben, mit Bildern ins Internet zu stellen. Also da gehe ich lieber auf ein Bier. Die Bildern schaue ich mir natürlich auch mittlerweile an. Aber bei mir, wenn ich unterwegs bin, gibt es einmal in der Woche gibt's einen Facebook-Eintrag. Ja. Tut schon, wenn ich die offen fragen darf, diese Vortragsserien, die du machst, ja, ist es so, ja, seit es YouTube gibt und die Leute quasi so anderen Reisenden quasi live folgen können, magst du jetzt weniger oder hat dieser Kontakt mit dir echt du auf der Bühne immer, ist das immer noch leibend? Ist das ausgebucht, passt das? Ich sag so, das YouTube ist nicht einmal so das Thema. Das Thema war, also was ich mir gedacht habe, war früher die Geschichte mit diesen ganzen Spartensender, Arte und was alles gibt. Du kannst ja heute auf jeden Fleck der Welt, kannst du ja hinfahren. Das hat sich schon verändert. Du hast früher, so in die Anfang 90er Jahre, da hast du 3 Plakate vom Eiersrocker aufgehängt und die Bude war voll. Heute kommt deine Schwester, deine Mutter und deine 2 Freunde kommen heute. Sonst kommt da keiner mehr. Ja. Aber es hat sich doch eine gewisse Klientel herausgebracht, dass du gescheit magst, funktioniert das schon. Und das lebt davon, dass du oder ich einfach vorne draußen stehe und sage, ja, aus. Ich bin da, ich habe das gemacht, von dem lebt das noch. Also ich könnte nicht sagen, dass wir jetzt in die letzten Hausnummer 10 Jahre, dass wir da einen großen Sprung hätten von Zuschauern, weder nach oben noch nach unten. Okay. Was man schon sagen muss, dass der Aufwand wahrscheinlich leider ein bisschen gestiegen ist. Ich kann mich erinnern, deine ersten Vorträge waren ja hauptsächlich fotobasierend. Mittlerweile musst du leider Videos einbauen und leider, sage ich zum Aufwand her, weil was das ein Haufen hocken. Das ist schon so. Also die hocken wird schon immer mehr, Joe. Das muss man leider sagen, oder? Früher hast du, auch nochmal bei so einer Reise, für mich waren das extrem viel, habe ich halt 3000 Dias gehabt. Ja? Da hast du einmal die Unschärfe. Und hast du weg dann, das du gebraucht hast, und dann war die Geschichte eigentlich fast fertig. Ja. Yeah. Du hast die gerammelt und das war gegessen. Und heute hast du 20.000 Bilder, Stunden von Videomaterial, Kamera, Fotoapparat, Helmkamera, Drohne. Und gerade muss ich nicht sagen, also gerade Video ist ja extrem auf. Und Bilder ist ja kein Thema. Da habe ich 40er Bildschirm, das geht ja schnell, aber Video zum Anschauen ist ja ein Wahnsinn. Ja. Yeah. Das braucht ja unendlich lang. Ja. Aber ich sage einmal, Joe, eines muss man schon sagen, bei all der Liebe fürs Video, so ein Foto. Wenn du das natürlich auf eine fette Leinwand hinmachst, das hat immer noch eine gewaltige Wirkung, gell? Versuche ich ja immer noch also zu unterscheiden. Es gibt Sachen, die wirken mit dem Bild besser wie mit dem Video. Dann gibt es natürlich wieder Geschichten, die kannst du gar nicht so gut verzögern, wie so ein Video ohne Ton eigentlich umbringt. Du musst das, sage ich, richtig einsetzen. Und das ist ein bisschen, sage ich mal, die Kunst an der ganzen Geschichte, diese Medien eben unterschiedlich passend zu mischen. Mhm. Weil auch diese Onboard-Kameras, das ist ja auch ein wahnsinniger Quantensprung gewesen, aber wenn es zu viel von so Onboard-Kamera-Dingen einsetzt, die haben ja mittlerweile schon eine inflationäre Verwendung, gell? Komplett. Onboard-Kamera ist für mich absolut, das musst du dich komplett gezielt einsetzen, das muss gerade passen, ansonsten es interessiert ja keinen. Was du immer am gleichen Punkt nachher aus der Motorlane hast, dann du nach 3 Minuten schlafen da die Leute ein, ja? Da muss ich jetzt und das tut sie nachher ja nicht. Ich bin ja kein Rallye-Fahrer, wo du diese Action hast, dass das so rüberkommt. Und sogar bei so einem ist es, dass eben diese kurzen Clips da besser wirken.
Und ich glaube, bei deinen Vorträgen, was jetzt schon super ist, du stehst halt drin und du siehst die Reaktion der Leute und kannst natürlich so von Mal zu Mal das optimieren, sage ich mal, und wirst natürlich besser, weil du sofort spürst, was die Leute fesselt schon, oder? Ich glaube, das ist super bei so Vorträgen. Und das, man, mittlerweile irgendwann einmal kommst du dann schon drauf, wo du weißt, was passt und nicht passt. Aber am Anfang war immer der Fehler noch, dass du Bilder aussuchst, die dir so gut gefallen. Das Problem bei jedem Bild hast du ja das im Hintergrund, wie ist das Bild entstanden? Aber der das Bild sieht, der sieht nur das Büdel. Der hat den Hintergrund nicht. Und das ist wichtig, ob uns am Anfang, dass du mit drauf kommst, ein Büdel, das dir extrem gut gefällt, das ist vielleicht komplett uninteressant, weil der, was dort sitzt, der sieht ja die Geschichte dazu nicht. Joe, du bringst mich jetzt schwer zum Nachdenken. Ich muss meine ganzen nächsten Geschichten gleich nachmachen. Ja, es ist aber ja, es ist schwierig, schwierig, schwierig. Du, Joe, eine Geschichte zu diesem Bild hier. Magst du da zum Hintergrund was erzählen? Hammer und Galter. Hammer und Galter sind die zwei, das sind zwei Hammermädels, die habe ich in Durban getroffen, im Süden von Äthiopien. Die versuche immer wieder Kontakt zu den Menschen zu bekommen. Ja? Nicht nur hinzulaufen und was machen, sondern ich gehe hin, gehe auf den Markt hin, dann habe ich die zwei getroffen, sage ich, ob ich fotografieren kann, sage ich, ja, geht schon, sage ich, ich lade euch nachher auf Essen ein. Man sieht da Injera, das typische Essen in Äthiopien, und dann haben wir gesagt, okay, was trinken wollen, und da gibt es jetzt Dej. Das ist der lokale Honigwein, und ich habe mir gedacht, da wird das jede so ein Glasl trinken, und wir haben dann, glaube ich, drei Flaschen aber braucht im Endeffekt. Ausgenutzt. Und das ihre Geschichte ist, ich war, glaube ich, drei oder 4 Jahre später wieder im gleichen Ort und habe das Bild mitgehabt. Und für uns schauen die alle gleich aus, ehrlich gesagt. Also, was da Zähne siehst in der Frisur, die schauen für mich alle gleich aus. Und ich habe noch das Bild mitgehabt und gesagt, sind die da? Und wirklich 10 Minuten später sind sie da bei mir am Tisch gesessen. Leimann. Du, und Joe, jetzt muss ich aber nachfragen wegen dem Trinken und Essen. Trinkst du alles und isst du alles, was du kriegst auf diese Reise, oder hast du Grenzen? Hast du irgendwelche Grenzen, wo du sagst, hey, da träume ich jetzt nicht drüber? Beim Wasser habe ich definitiv Grenzen, weil Wasser ist wirklich gefährlich. Da musst du wirklich aufpassen. Da gibt es aber mittlerweile auf der ganzen Welt gibt es Bier, Cola oder das Wasser zum Teil abpackt. Vom Essen her bin ich absolut schmerzbefreit. Wobei sagen muss ich, nur auf Reisen, also daheim bin ich völlig, völlig schorkel, also ganz, ganz heikel, aber unterwegs ist es absolut, was gibt. Vergessen. Und magst du eine Geschichte erzählen? Was war das Härteste, was du je gegessen hast? Was eine echte Heldengeschichte? Natürlich, das Chicha, das Bier, natürlich schon, also, wobei nicht vom Geschmäcken, aber einfach von der Geschichte her. Und dann, das war in der Mongolei ein bisschen, was du bei diesen Nomaden bist, und die haben sehr fettes Fleisch zum Teil. Und für die ist das fette Fleisch absolut die Delikatesse, und das gäbe es da natürlich. Ja? Und für mich ist fette Fleisch absolut das Schlimmste. Aber da musst du nachher durch. Also, da hast du noch keine Chance, wenn du eingeladen bist und bei denen in der Jurte sitzt, und der schiebt dir immer wieder das fette Drum von dem Hammel daher, dann irgendwann musst du reinbeißen, ja. Ja, du schon, jetzt fragt gerade wer nach, ob du von deinen Vorträgen leben kannst. Ich glaube, das kann ich so sagen. Ja, seit ja, vielen Jahren lebst du davon, dass du Vorträge machst. Ja. Wobei, es gibt ja einige in der Szene, die es immer wieder versuchen, die neu kommen, die es schon länger machen. Es ist unterm Strich ein Geschäft wie jedes andere. Du musst dahinter sein. Wenn du gut bist, funktioniert es. Und wenn du nicht dahinter bist, was nicht gut bist, funktioniert es nicht. Und den Finanzminister ist völlig wurscht, ob ich Wurstsemmel verkaufe oder Eintrittskarten. Und vielleicht noch ein Thema dazu, weil ich auch immer wieder frage, Sponsoren ist immer eine Riesenfrage. Die sagen immer wieder, na ja, klar, du kannst das ja locker machen, du hast halt deine ganzen Sponsoren, da sehen sie KTM, sehen sie ein paar Nickel drauf. Freilich absolut wichtig für mich, dass Partner sind, aber es sind eher Partner wie Finanziers, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich würde jede Reise, ich hätte jede Reise gemacht und würde in Zukunft wieder alle meine Reisen machen mit oder ohne Sponsoren. Ich glaube, die Sponsoren erwarten sie ja heutzutage wesentlich mehr, als dass du nur deine Pickel drauf hast. Du bist ja bei KTM eingespannt bei diversesten Veranstaltungen, musst arbeiten dafür, dass du Unterstützung kriegst. Das ist ja legitim. Warum sollte er wurscht, ob es der KTM, Shell, Motorrad oder Duratec irgendwas schenken? Es gibt ja keinen Grund dafür. Weißt du, man schenken, tut da vielleicht der Freund was, der was Metzger ist und der sagt, okay, was mitfährst, ist irgendwas. Aber ansonsten, das ist Geschäft. Das Business ist ein Geschäft und kann halt nie ein Geschenk, ja. Na gut, scrollen wir weiter hoch. Hängebrücke, jetzt wird spannend. 2006 von Kolumbien nach Feuerland. Ich sehe wieder jede Menge Schlamm und eine spektakuläre Flussüberquerung. Joe, da musst du jetzt was erzählen, bitte.
Ja, es war eben nachher, es war eben, ich wollte damit ganz runterfahren, eben Kolumbien, Feuerland. Natürlich, man muss sich wirklich, zumindest ich mittlerweile, was zum ersten Mal drüben bist, ist natürlich alles faszinierend, spannend und klasse, was du mal zum zweiten, dritten Mal hinkommst, musst du schon die Sachen ein bisschen aussuchen, wo du hin willst. Und ja, das unten, diese Hängebrücke, die war über den Urubamba. Wir sind damals noch sehr unbekannt einen Weg Richtung Machu Picchu gefahren, nicht mit dem Zug hingefahren, sondern sind so irgendwie Umwege dort hingefahren. War spektakuläres Bild natürlich, ist aber halb so, wie du es drüber fährst. Das schaut am Gürtel natürlich geil aus. Was eher spannend ist, ist das andere Gürtel da, wo ich da irgendwo im Dreck drinnen stehe. Ja, das ist rechts oben jetzt da. Das war dann, oder das hätte ich nicht gemacht. Du musst nochmal rausgehen. Du musst nochmal zurückgehen. Das weiter auf, das da, ja, genau, das ist das. Am Tungurahua, ja, aktiver Vulkan, und auch das ist geil zum Motorradfahren fahren dort. Ne? Und war echt geil zum Motorradfahren fahren. Problem war nur, ich bin nachher reingekommen und man nennt das Ganze dieser pyroklastische Lawine. Und das ist frische, nicht direkt Lava, aber was ähnliches halt. Ist also nicht heiß, sondern eher nur warm gewesen. Und in 2 Stunden ist das hart wie Beton. Und da bin ich drinnen gesteckt und habe dann wirklich beim Rausfahren komplett meine Kupplung verharzt, bin mit Mühe und Not rausgekommen. Die Kupplung war komplett beim Teufel. Habe aber nachher in Cuenca, in Peru, hat der Akademiker da die Kupplung lagern gehabt. Da war ich auch überrascht. Was, wirklich? Die haben eine Kupplung lagern kommt. Geil. Die Kupplung lagern. Ja, die haben das Motorrad damals gerade neu angebracht aus Südamerika, die neue 50er, und jeder Händler hat sich halt eine Kupplung und so einen Satz alle kaufen müssen. Und die haben noch einen Krieg gefahren, ja. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil jetzt gell, mit diesen Händlernetzen, KTM mittlerweile als Global Player. Man kleine Exoten sind gut und schön, aber du kannst KTM überall was kriegen, gell? Völlig wurscht. Und da, was du jetzt da im hintersten Indien bist und da gibt es einen KTM-Templer, aber was der noch nie das Motorrad gesehen hat, der hat dann Zugriff zu allen Daten und kann da helfen. Weltklasse. Das da mit dem Navi drauf natürlich, das sind auch meine absoluten Highlights. Ich kenne halt einen Motorradfahrer, der oben gewesen ist, so wirklich. Alle fahren es natürlich, die bekannten Ziele haben, das ist der Uturungu. Das ist ein Berg in Bolivien, das ist ein Doppelvulkan. Und ich habe das von einem Radlfahrer im Internet gefunden, der ist da mit dem Radl raufgefahren. Und da war er 5.800 Meter. Und ich sage, das muss ich mit dem Motor laufen, 5.800 Meter. Und auf 5.500 Meter ist dann die Renate abgegangen, aber es noch steil waren und das Motor hat zu wenig Leistung und zu Schotter. Die bin richtig raufgefahren, wollte, und bei 5.760 Meter ist noch das Motor, bin ich stecken geblieben im Schotter und da bin dran müssen. Also ich habe nicht ganz die 5.8 geschafft. Ja, ich meine, da oben, das war ein Umdrehen, da bist du schräg im Hang drinnen gestanden, also richtig, faktisch nur mehr ein Mickey-Maus-Weg, und da musst du auf 5.8 dein Motorrad umtragen, im Liegen, und das ist wirklich schwerste Arbeit, das kannst du mir glauben. Ja, bei 5.800 Meter, glaube ich, da ist jeder Schritt Schwerstarbeit, oder? Du, Joe, jetzt haben wir wieder 10 Franken gekriegt vom Tiger on Trail. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 20 Euro circa. Jetzt können wir schon leibend essen gehen. Ja. Da können wir leibend haben. Joe, wo muss ich jetzt hinklicken? Du, jetzt, das müssen wir ohne Renate auch schon wahrscheinlich, oder? Naja, das war natürlich, wie gesagt, wenn wir schon sind in Südamerika, Endziel war noch ein Rio. Also, das Ziel war zuerst natürlich Feierland, und da ist aber höllisch fad und windig und nichts zum Anschauen. Und gesagt, okay, wir fahren jetzt da die 4000 Kilometer, dann fahren wir nach Rio, und da war noch an der Karneval. Das ist schon eine coole Geschichte. Und manche Leute fragen, haben vorher schon gefragt, nach deinem absoluten Traumziel, nach deiner absoluten Traumreise. Gibt es sowas? Gibt es sowas, was du sagst, das muss ich wieder machen? Es gibt, nein, gibt es nicht. Es gibt Länder, wo ich sage, da war ich einmal, da muss ich nicht mehr hin. Waren zwar schön, aber gut, habe ich einmal gesehen. Es gibt Länder, wo ich sage, da bin ich öfter, wie zum Beispiel, also in Äthiopien war ich, glaube ich, schon 7 Mal unten. Finde auch Südamerika cool, komme ich da vielleicht wieder hinfahren, Afrika so und so. Aber eine Traumreise in dem Sinn gibt es nicht mehr. Okay. Und ein Kollege fragt, wie ist es für Renate in Ländern, die Frauen nicht so schätzen? Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man im Land unterwegs ist. Ist es vielleicht, glaube ich, ein bisschen anders, wieso, wie man es bei uns in den Medien hört? Oder Joe, wie kannst du das uns erläutern? Das waren viele Leute, haben gesagt, wenn wir im Iran gewesen sind, da war Renate auch mit dabei. Und da sagte jeder, okay, muslimisches Land, Iran, ein paar Frauen und so. Ja, erstens einmal das freundlichste Land überhaupt, der Iran. Und da hast du die wärst natürlich, erstens wärst du als westliche Frau einmal anders behandelt. Das heißt, du fährst nicht in das Schema rein. Du musst natürlich die Gurten nach den Regeln halten. Und dann funktioniert es. Und was du heute im Iran, musst du halt dein Kopftuch aufhaben. Und dann hast du kein Problem. Wenn ich natürlich heute sage, ich bin jetzt in einem muslimischen Land, und glaube als Mädel, ich muss mit einer
mit einem hautengen Top durch die Gegend laufen, dann wirst du vielleicht Probleme kriegen. Was du dich dort vernünftig anziehst und entsprechend verheizt, hast du eigentlich nie ein Problem. Haben wir wirklich nie ein Problem gehabt, dass man gehört, dass der Renate das da blöd angeht worden war oder was ähnliches. Ja? Aber hängt extrem viel von dir selber ab. Weißt, du kannst nicht sagen, dass du hingehst und sagst, mir ist das völlig wurscht, die behandeln die Frau nicht schlecht, das ist mir egal, ich bin eine Manze, ich renne jetzt dort mit meiner Short und mit meinem hautengen Top um und um, wirst du Probleme kriegen. Okay. Aber ansonsten, speziell, sie war immer mit mir unterwegs. Es kann natürlich sein, dass du als Frau alleine unterwegs bist, dass du auch anders ausschaust. Mhm. Aber was mit dem Mann unterwegs bist, hast du normalerweise keine Probleme. Okay, gut. Und was, wenn wir jetzt eine Waffe sehen, vorher hat schon Arbeit gefragt, 2007 sind wir da jetzt mittlerweile. So, Thema Sicherheit, manche Länder wirken auf uns exotisch, sind aber vor Ort überhaupt, glaube ich, kein Problem, oder? Weil die klingen für uns sehr verwegen, sind aber super sicher, oder? Ja, meine, natürlich ist das komisch, was du unten bist. Wir sind im Süden von Äthiopien und jeder hat dort sein Gewehr umgehängt. Also, der Hammerkrieger wird sein Heimatdorf nicht ohne seinen Kalaschnikow verlassen. Der hat die mit, wenn er unterwegs ist. Der hat er einfach mit, ja. Aber du bist ja dort nicht unbedingt sein Feindbild. Ich meine, der hat die, es kracht dort unten schon ab und zu, aber dann kracht der schießt halt nachher nicht einen Touristen, sondern einen vom Nachbarstamm, einen Surma. Und das war damals wie unten. 2007 wirklich war es so, da hat es das Gesetz noch gegeben, also Zeit noch, dass in diesen Gebieten im Süden von Äthiopien haben die immer wieder Streitigkeiten. Meistens streiten es um Rinder oder um Frauen, das sind aber die wichtigsten Sachen und die streiten sie. Und da streiten gibt es wirklich ab und zu Tote. Mhm. Und die werden aber vom Gesetz her nicht verfolgt. Das heißt, wenn der einen vom Nachbarstamm erschießt, dann ist das eine interne Fehde und die wird nicht weiter behandelt. Wenn der einen Touristen erschießt oder einer als ein Weber, kommt der ins Gefängnis. Mhm. Also, ist natürlich ein komisches Gefühl, aber du gewöhnst dich dran. Und dann ist es so, wird immer wieder gefragt, ob ich selber eine Waffe mit habe. Ich habe nie eine Waffe mit gehabt. Und es wäre ja völlig sinnlos, eine Waffe mitzunehmen, weil erstens an der Grenze wird es da weggenommen, wenn du es erwischen. Und zweitens, wenn du sie hast, dann steht der vor dir mit einer Kalaschnikow, bis dass du überlegst, wie deine Waffe funktioniert, bist tot, weil der kann mit dem Ding umgehen, was er hat. Ja? Mhm. Also, Waffen haben lassen. Okay. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr oft gefragt wird, ist das Thema Diebstahl. Wie du auf deine Sachen aufpasst vor Ort. Wie machst du das schon? Wie gehst du an die Sache ran? Im Prinzip natürlich das Mod, was ist da am Land, ist es halb so wild. Was du in irgendein Dorf reinkommst, also erstens, ich frage immer vorher, Freunde, kann ich bei euch übernachten? Also ich bin nie der sagt, ich habe Zeit mit, kommt zu einem Dorf hin, da sieht mir keiner, da stehe ich jetzt 3 Kilometer neben dem Dorf mein Zelt auf, und fahre am nächsten Tag weiter. Das mache ich nie. Da passiert da am meisten. Ich fahre immer ins Dorf hin, sage, ich bin jetzt da, kann ich mal Zeit wo aufbauen? Dann sagen die meistens, ja, da hinten in dem Eck kannst du es gern machen. Und dann hast du nie ein Problem. Dann bist du beim Dorf, du wirst zum Essen eingeladen und du bist eigentlich im Schutz von diesen Clan-Dorten. In Städten musst du dich ein bisschen aufpassen, in erster Linie das Motel versuchen zum Reinstellen, irgendwo Hotel, Rezeption. Und am Abend halt, ich gehe immer auf die Nacht fort, aber halt nicht mit der Uhr um und um und nicht mit dem Fotoapparat. Es gibt von mir faktisch keine Bilder, wo ich in Städten unterwegs bin, weil ich nehme keine Kamera mit. Mhm. Da habe ich 20 Euro eingesteckt von mir aus und eine Kopie von meinem Boss und dann, was soll es schon sein? Ja? Wenn er was haben will, kann er alles haben von mir, samt der Unterhosen. Ja? Okay, und jemand hat gefragt, ist dir schon mal ein Motorrad gestohlen worden? Ja, noch nie. Ist er noch nie, auch noch nicht annähernd, ja. Ah, ist die Geschichte ja so, du musst immer bedenken, du bist unterwegs mit einer 50er Adventure in Äthiopien. Wer sollte die stören, ja? Das ist die einzige im ganzen Land, ja. Das ist ein bisschen sehr, das ist dich gefährlicher, was du nach Korsika fährst oder nach, keine Ahnung, Italien, Slowenien, Kroatien, ja. Ja, jede Frankreich. Mitteleuropäische Großstadt ist gefährlicher, wahrscheinlich, ja. Ja. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte, weil ich in Äthiopien schon 7 Jahre unten war. Ja, aufgrund von der Tour, die ich damals als Guide gemacht habe, hat sich so eine Gruppe ein bisschen herauskristallisiert und da fahren wir jetzt alle 2-3 Jahre, suche ich irgendein Ziel aus und dann fahren wir gemeinsam, ist nicht mehr ich als Guide, sondern einfach als Freunde, fahren wir dort hin und da sind wir gerade unten im Süden von Äthiopien und man sieht da den Flavio, ein Freund von mir mittlerweile, der ist halb Italiener, halb Äthiopier, ein Motocross-Meister, X-Sache von Äthiopien, also der kann es wirklich, der fährt wie die Hölle und der organisiert da unten so kleine Motorradtouren, ne? Und da waren wir schon ein paar Mal unten und dann fahre ich auch mal ohne Gepäck mit einer 500. Und das war so 14 Tage und das macht dann riesen Spaß.
Also, wenn du Urlaub machst von deinen Motorradreisen, gehst Motorradreisen machen, oder? Ja, auch schon. Ich tue mittlerweile gern Radl fahren, mittlerweile mit dem E-Mountainbike natürlich. Ja. Das macht mir schon auch Spaß. Sehr gut, 2007, jetzt kommen wir rauf. 2008, Transamazonica und Schlamm. Genau. Ich bin also beim ersten Mal, wie unten war, bin ich nur einen Teil gefahren von dieser Transamazonica, und diesmal wollte ich es wirklich fahren. Und das ist ja, die hat damals die Armee von Brasilien, die hat die gebaut, und die geht wirklich oder sollte gehen von der Mündung von Belém bis rüber zu den Anden. Und die ist nie wirklich ganz fertig gemacht worden, und speziell, also als es regnet, ist das Ganze wirklich relativ schwierig zum Fahren. Und da hast du zum Teil 400 Kilometer zwischen die Ortschaften. Darum habe ich da wieder den großen Dank drauf. Da hat es damals diesen Safari-Tank hat's da gegeben für die KTM, und da hast du auch 45 Liter. Und da bin ich nachher durch die Gegend gefahren, und dann triffst du eben zum Beispiel diese LKW-Fahrer, und die sind alle ja, einen kompletten Schaden. Also dass der da freiwillig und allein in der Gegend rumfährt, der muss völlig verrückt sein. Und jetzt haben schon ein paar Leute gefragt, fährst du schlauchlos Reifen oder mit Schlauch? Mit Schlauch. Die Schlauchlosfelgen sind für sowas nicht geeignet. Also aus zwei Gründen. Die vordere Felge ist einfach zu weich. Was du auf steinige Pisten fährst, irgendwann kriegst du Schläge, dann wird es undicht. Dann musst du erst wieder einen Schlauch einziehen. Ich habe immer die, also Exl oder Dietfelgen, sind schmäler und härter, wie es auch bei der Rallye sind. Und das nächste ist die Hinterradfelge. Du kriegst alleine mit dem Motorrad den Hinterreifen nie von der Felge runter. Ich habe keine Chance, und drauf auch nicht mehr. Das heißt, du hast keine Chance, du brauchst jetzt als Motorrad, dann geht es vielleicht, aber allein hast du keine Chance. Okay. Und ich kann mich erinnern, bei einer Vortragsserie über diese Bootsfahrten da am Amazonas, das waren, glaube ich, auch mächtige Abenteuer, oder? Das Beladen und Entladen kann ich mich erinnern, das war immer eine schöne Geschichte. Gibt's aber Riesengebiete, die kannst du nur mit dem Boot bereisen. Da gibt es keine Straßen mehr hin. Also von Pucallpa nach Iquitos bis nach Manaus, da gibt es einfach keine Straßen mehr. Und das war natürlich schon immer eine Geschichte. Du musst zuerst warten, bis alles andere aufgeladen haben. Dann von Kochbananen und alles Mögliche. Und irgendwann ganz zum Schluss nachher heben sie irgendwo zum Teil mit einem Kran, oder du fährst über eine schmale Holzplanke und legst dann irgendwo den Motorrad hin. Ja. Levant. Oh, ganz was anderes. Das ist ein Ganz. Kontrast bis zu 2010. Fahren wir der Ja, Grizzly, ja? ist das einmal, was hat man dich? Also dich kennt jeder, Road of Bones, kennt natürlich jeder, Long Way Round. Und ich gesagt, irgendwann möchte ich dort nachhinfahren, und habe gesagt, okay, 2010 ist, dann machen wir uns auf den Weg Richtung Sibirien, Richtung Magadan zurück. War ein 90er Adventure eher, geht zum Baikalsee zurück, und die haben schon versucht, eben ein paar Sachen zu fahren, die nicht so bekannt sind. Und zum Beispiel in Turkmenistan, wo alle nur so 3 Tage durchfahren auf der Hauptstraße, habe ich geschaut im Internet, also auf Google Earth, sage ich, hey, da gibt es ja Oasen, gibt es ja richtige Wüste dort. Ne? Und was packst du aber nachher, musst du organisieren lassen, du packst ein Begleitauto, ist der Baikalsee, packst du nachher ein Begleitauto. Und dann habe ich auf den Weg gemacht nach Tamla. Das sind ungefähr 70 Kilometer, das ist genau das Büttelester, was du gehabt hast. Und da war ich wirklich angeblich der erste westliche Motorradfahrer, der dort je hinkommen ist. Du hast ziemlich fahrst, dir versandt, und dann kommst du dort hin, bist da stolz, du bist der Erste, der dort hinfährt, und dort fahren dann die einheimischen Typen mit der Ischung um. Rückt dich gleich wieder auf den Boden der Realität zurück. Ja, vor allem seine Offroad-Ausrüstung ist nicht ganz so wie bei uns, gell? Ja, die Natur, ja. Und eins, ich glaube, ganz eine interessante Geschichte ist auch nach Magadan die Route, als Nadelöhr sind diese Brücken, was ich schon immer wieder mal gehört habe. Da gibt es nur mehr sehr, sehr wenige passierbare Routen, oder? Ja, aber da bin ich nicht gefahren. Ist natürlich ein kleines Büdel, aber nebenbei haben sie die Brücken repariert gehabt. Gell? Nein, es ist mittlerweile, man muss da diese ganze Magadan-Geschichte, speziell, ich meine, ich möchte gar nicht da jetzt eingehen auf diese Long Way Round-Geschichte, das ist so ein ganz anderes Kapitel ist, das von einem Abenteuerreise ja sehr, sehr weit weg gewesen ist. Das war ein perfekter Hollywood. Aber nein, es gibt schon, also du hast schon zum Teil, also du hast schon hunderte Kilometer, wo nichts ist. Zum Teil tiefe Flussdurchfahrten, zum Teil musst du dein Motorrad wirklich auf einen LKW verladen, dass du durchkommst, weil du einfach nicht mehr fahren kannst. Und dann natürlich extrem wetterabhängig. Wenn es trocken ist, sind die meisten Sachen kein Problem. Wenn es regnet, wird es ganz schwierig werden. Du, ein Kollege hat gefragt nach den Motorrädern, was dann danach passiert, zurück in die Entwicklungsabteilung nachher oder kommen die in ein Museum? Wie, was passiert mit Ja. denen?
also die kriegen es gerne. Natürlich kein Thema, die kennen nicht mehr. Dann ab und zu kaufen wir wieder an. Zum Beispiel die 950er habe ich mir damals gekauft, die von Afrika. Mittlerweile habe ich wieder verkauft. Die 1190er, nein, die 1090er habe ich mir gekauft. Von der Geschichte aus Zentralamerika habe ich mir gekauft. Die 1190er steht im Museum. Die 1190er steht nebenbei draußen, nebenbei eine Puppe mit meinem Gewand. So richtig ja, ausgestellt, die steht im Museum. Aber normalerweise kommen die Bikes alle zurück ins Werk und natürlich schauen die nachher drüber, schauen sie es nachher an. Ja. Sehr gut. Der Joe, als sein erster Livestream heute bei uns, hat gesagt, ja, so eine Stunde wird ja circa passen. Ja, genau. Joe, wie kannst du von Jahrzehnten, kannst du nicht in einer Stunde abhandeln? Also das habe ich am Kleinen nachher zerplatzt, diese Illusion. Aber ich hab glaubt, so 1,5 bis 2 Stunden, ich glaube, das haben wir ganz gut geschaffen. Und jetzt sind wir schon in der Neuzeit quasi angekommen, in dieser Zeitreise schon relativ weit oben. Da warst du dann, glaube ich, wieder in Afrika. Und da schaust du, in den Einleitungssatz stehe, die Infrastruktur wurde rasant verbessert. Nichtsdestotrotz immer noch viel Abenteuer mit dabei, oder? Ja, das kommt davon, was du magst. Also, du kannst heute, was du willst, fährst mit einem Porsche von Kairo nach Kapstadt. Aber der normalen Das kann kein Yen nehmen, du kannst mit einem normalen auch fahren. Du kannst mit einem normalen fahren. Ja. Ja, also es hat sich wirklich hat sich komplett verändert. Das natürlich auch, wie gesagt, also Infrastrukturen sind besser geworden, Handy, Internet, alles hat sich geändert. Und für mich ist mittlerweile schon, ich muss schon mittlerweile von dem wegfahren, um wieder das Afrika zu finden, das ich da unten suche. Weil ich brauche keine gute Straßen, die wieder haben. Ja. Also ich suche mir schon die Geschichten, die halt wirklich spannend sind. Und da gibt es immer noch genug, da brauchen wir gar nicht drüber reden, es gibt immer noch genug Ecken, die absolut spannend sind, die schön sind, halt zum Teil noch nicht so bekannt sind. Ja. Vielleicht auch nicht diese Highlights haben von der Landschaft her, wie manche andere, aber für mich einfach spannender sind, weil du einfach wegkommst von dem ganzen Mainstream. Und da ist eine Tour, die geht eben entlang von dem Turkana-See rauf und die ist wirklich mördergeil. Das sind 600 Kilometer, da hast du 2 Ortschaften dazwischen, so alle 200 Kilometer. Im nördlichen Teil fährt einmal in der Woche fährt der Missionar mit seinem Jeep und dann hast du ein bisschen Land unterwegs. Und das ist halt schon wieder wirklich eine extrem coole Ecke. Mhm. Dann bin ich von Kenia rauf und bin nach Äthiopien gekommen und bin dort nachher auf die Westseiten vom Omo-Gebiet rübergefahren. Und dort merkt man auch eben den Unterschied. Also es gibt ja mittlerweile fast keinen Reisenden, der nicht in Afrika unten ist, in Äthiopien, und der nicht diese Tellerlippen fotografiert. Ja? Das ist eine Katastrophe. Also ich war einmal dort bei den Mursi, da fahre ich nie mehr in mein Leben hin. Ja? Hat überhaupt nichts, das ist eine andere Geschichte da. Mhm. Die hat überhaupt nichts mit der Realität. Also die stehen dort in einer Reihe, 10 Jahre nebeneinander, ja. Mhm. Richten sie her, völlig irre, setzen sie einen Kopf durch, also setzen sie einen Kochtopf auf, hängen sie Händeln um ein Hals, nur dass wild ausschauen, dass fotografiert werden und dass sie Geld kriegen dafür. Mhm. Okay. Dann gleich hin, das dauert genau eine halbe Stunde, dann machen sie die Büttel und hauen wieder ab. Das habe ich einmal gemacht, sage ich, brauche ich nicht. Und dann bin ich eben gefahren über den Omo drüber, auf die Ostseiten, relativ happig, man sieht das Büttel rechts oben, das ist die Straße dort hin, und Anführungszeichen 200 Kilometer. Und nachher kommst du zu den Surma. Und die sind verwandt mit diesem Mursi und die haben auch Tellerlippen und wir dort sind wir nachher, bei denen haben wir gewohnt, 2 Tage lang. Also wir haben bei denen dort im Dorf einfach gelebt und übernachtet. Und dann wird die Geschichte wieder spannend. Ja. Okay. Aber wie lange es die noch gibt, weiß natürlich kein Mensch. Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Du, jetzt hat ein Kollege, der Christoph Balloch, 30 Euro in den Spendhof geworfen. Joe, ich meine, da können wir luxuriöses Speisen geben. Ich werde da hingehen, jetzt war das ja auch ein so leibend war ich noch nie essen. Vielen Dank für die Wertschätzung. Vielen Dank. Ja, dann eben Äthiopien für mich war es deswegen so geil. Erstens Abenteuer, Ende nie. Und dann ihre Kultur. Siehst du Lalibela? Das sind so monolithische Felskirchen. Die sind so aus dem 13., 14. Jahrhundert, haben die ausgebaut. Die ist 11 Meter hoch, die Kirche. Christliche Kirchen, gell? Ja, ja. Dann orthodoxe Christen. Und dann gibt es natürlich für mich das totale Highlight in Äthiopien. Das ist die Danakil-Wüste. Danakil-Wüste, da ist heute noch Salz abbauen wie vor hunderten von Jahren. Und du bist 130 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist der tiefste Punkt in ganz Afrika. Mhm. 40 Grad im Schatten, den es nicht gibt. Und dann hast du dort noch einen Berg, das ist der Erdtale. Und auf den Erdtale gehst du ungefähr 3 Stunden auf. Und dann gehst du in die Caldera rüber und die haben, war damals wie wir unten waren, schaust du wirklich in einen Akt, da stehst du am Kraterrand und schaust in einen Akt den Vulkan rein. Bei uns werden da 10 Meter vorher 3 Meter hohe Panzerglasscheiben
Und dort gehst du hin und was zweit gehst, fällst du ab. Das ist nichts. Und das ist schon, das war eine absolute irre Geschichte. Und dort war es aber auch so, dass wir gemerkt haben, wie nahe Freude und Leid zusammen ist. Wir waren genau dort oben auf dem Berg und das nennt man so Steinhütten, was du übernachtest. Und 4 Tage später haben sie genau dort 5 Leute erschossen. Scheiße. Und wir haben das nachher, wir sitzen in einem Hotel, auf einem rennt der Fernseher und natürlich verstehst du nichts und sagt, ey, hast du das da gehört? Ich sag, da haben sie jetzt gerade eben 5 erschossen oben und der Hammer war ja das, ich war mit einem Freund unterwegs, mit einem Deutschen und die haben gesagt, ja, also es ist ein Deutscher dabei und der österreichische Fotograf. Und die Telefone rausgelaufen bei den ganzen Leuten, ja. Aber wir waren es Gott sei Dank nicht, ja. Das ist das, gehört ein Glück dazu. Gut. Joe, es war eine fantastische Zeitreise und jetzt ist natürlich der Moment gekommen, wo ich noch einmal fest die Werbetrommel für dich rühren möchte. Weil natürlich, man muss kein Hellseher sein, so Leute wie dich natürlich die aktuelle Situation auch trifft. Du kannst jetzt nicht so leicht Kurzarbeit anmelden wie andere. Du möchtest natürlich deine Vorträge im Herbst gut besucht sehen. Wie kann man dir am besten helfen? Jetzt irgendwo reservieren, irgendwas schon buchen? Wie macht man es am besten? Die Homepage, man kann online die Karten reservieren. Diejenigen, die Karten haben, vielleicht nicht unbedingt zurückgeben, falls sie noch eine haben, sondern einfach im Herbst mit der Karten kommen, hilft uns. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeiten, so ein bisschen als Überbrückung bis zum Herbst. Man kann die letzten 3 Reisen sich auf DVD anschauen. Man kann es bei mir über einen Online-Shop auch die DVDs bestellen. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, wo man da ein bisschen was machen kann, aber natürlich also einfach zu den Vorträgen kommen, das wäre ein Hit. Weltklasse. Joe, dann werden Sie wir wieder sehen, wenn du wieder irgendwo im Osten bist. Und es ist immer eine wahnsinnig tolle Geschichte. Eins muss ich nur erwähnen, weil es doch ein Motorrad-Thema ist. Ich habe meine Mama schon mitgehabt, meine Frau mitgehabt, meinen großen Buben schon mitgehabt, also die mit Motorrädern nichts am Hut haben. Es ist für jeden ganz eine faszinierende Geschichte. Also auch mit eurer Familie oder mit dem Partner, mit der Partnerin, die sonst nicht so viel am Hut hat mit dem Motorrad. Es ist so gestaltet, diese Vorträge, dass es für jeden, der ja, abenteuerlustig ist, weltoffen ist, eine ganz erleibende Geschichte ist. Wie lang sind diese Dinger? Ich glaube, mit Pause so 2,5-3 Stunden schon, glaube ich, oder? Also der Vortrag dauert also im Schnitt 2x55 Minuten. Okay. Also mit der Pause 2,5 Stunden alles zusammen nachher. Also mit hinkommen, Pause, 2,5 Stunden, bist fertig. Sehr gut. Und also wirklich, also wir haben also bei über den Schnitt, also über alle unsere Vorträge haben wir wirklich vielleicht 20-30% der Besucher haben einen Bezug zu einem Motorrad. Wirklich? Wahnsinn. Okay. Ja, gesehen. Man gibt natürlich, von mir ist da beim Ekel, wir so einen Vortrag machen im Geschäft, Scheiße oder beim Braumhandel, sind natürlich 80% oder 90%, aber so über alle Vorträge gesamt sind sicher maximal 30%, also viel mehr glaube ich nicht, dass da einen Bezug zum Motorrad haben. Mhm. Und wie mit meinem Sohn damals dort, weil ich glaube, der war 12 Jahre und der hat locker und super interessiert das Programm mitgemacht, also ich weiß nicht, ab welchem Alter das verdaubar ist, aber wie gesagt, für meinen 12-jährigen Sohn hat es super passt, für meine Frau hat es passt. Ja. Ca. 10 Jahre. Also, sie machen es ja zum Teil auch in Schulen und da kannst du auch sagen, so ab 10 Jahren, da fängt es zeitlich an, dass es Sinn macht. Viel drunter nicht, aber wir haben ab und zu drinnen sitzen, die sind 7 Jahre alt und finden das faszinierend. Ja. Also, kein Thema. Sehr gut. Gut, Joe, dann würde ich jetzt schon langsam, den Stream beenden. Wir verabschieden Sie jetzt voreinander. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich die sehe. Ich hoffe, wir sehen sich bald bei einem deiner Vortragsserien. Und verabschieden wir Sie noch für die Leute. Zuseher, Zuhörer, danke, ciao. Bleibt gesund. Bitte, ciao. Danke. Tschüss, meine Lieben. Grüß euch.